hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, und wieder einmal in Zusammenarbeit mit Gerald und Marius in der Serie Moderne Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Nun, ich weiß nicht, ob meine beiden Brüder die Zeit genommen haben, den kleinen Artikel zu lesen und das nachzugehen, was ich ihnen gestern oder vorgestern durchgeschickt habe. Aber wie ihr wisst, ich lebe ja hier in Belgien, und wenn ich meinen Edge-Browser aufmache, das zeige ich euch mal eben, ich mache den ganz normal blanko auf, und dann, wenn ich hier ein neues Tabblatt öffne, dann gibt er mir immer so eine News-Seite, ja, so mit Nachrichten so. Und da kann man dann halt mal sehen, was in der Welt so passiert oder passiert ist oder angeblich passiert, weil es sind ja Nachrichten aus der Welt. Und auf dieser Seite war gestern eine Meldung, die ich ganz interessant fand, im Zusammenhang mit unserer Serie hier, wo wir über die Ukraine sprechen. Denn da kam auf einmal ans Licht, ich habe meine E-Mail noch nicht ausgeschaltet, das muss natürlich ausgeschaltet sein, so. Da kam eine Meldung, dass man jetzt in der Ukraine die Gefängnisse öffnet und die Insassen die Möglichkeit gibt, in Freiheit zu leben, wenn sie dann bereit sind, an der Front gegen die Russen zu kämpfen. Und da habe ich mir gedacht, das haben wir doch schon mal gehört. Wer sich ein wenig mit Geschichte auskennt, wer viele von meinen Videos geschaut hat, unter anderem auch die Videos über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, der weiß, dass damals zu den Kreuzzügen, was ja vor der Inquisition noch stattgefunden hat, das war das 11., 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts, dass da Rom Kreuzzüge organisiert hat, um eben das Heilige Land, wie sie das nennen, zurückzuerobern. Und dass sie da nicht nur mit Soldaten hingegangen sind, sondern dass sie damals auch Gefängnisse geöffnet haben und die Übeltäter rausgelassen haben und denen einen Generalablass versprochen haben, also einen Ablass ihrer Sünden, Erlass ihrer Sünden, dafür, wenn sie für Rom in den Krieg ziehen und eben diese Kreuzzüge mitmachen, wobei es nur um Morden und Vergewaltigen und in Brandstecken ging, hauptsächlich von jüdischen Siedlungen oder protestantischen Siedlungen im Süden von Frankreich, erstmals alles auf dem Weg ins Heilige Land und dann natürlich im sogenannten Heiligen Land eben genauso weiter brandschatzen und morden und vergewaltigen und alles tun, was die römischen Katholiken eben gerne tun.
jetzt nehme ich den römischen Katholiken, der am Sonntag in der Kirche auf der Bank sitzt und betet, aus, der vielleicht nicht. Aber diejenigen, die sich mit ihrer Religion wirklich beschäftigen und eben ultramontan sind, die machen das gerne. Und da fühlte ich mich dann dort dran erinnert, als ich dann las, dass in der Ukraine jetzt die Gefängnisse geöffnet werden, weil man anscheinend keine Kämpfer mehr findet und dann eben die Leute unter dem Versprechen der Freiheit hinterher ins Militär entlässt, um eben für die gute Sache zu kämpfen. Für ad majorem de gloriam, wie die Jesuiten sagen, die größere Ehre Gottes. Ich weiß nicht, habt ihr beide euch die Mühe gemacht, den Artikel zu lesen, eventuell zu übersetzen, oder habt ihr da selber in Deutschland von gehört? Es wäre ja interessant, sich da einmal ein wenig mit zu beschäftigen, zumindest zur Einleitung der Serie heute, wo wir die 75/22. Serie machen, wo Geralt wieder weder Kosten, Mühen, vor allen Dingen Zeit gespart hat, um ein vernünftiges Skript vorzubereiten, in das wir dann auch gleich reingehen werden. Herzlich willkommen, Geralt und Marius. Ja, herzlich willkommen in die Runde. Ja, und nein, ich habe das noch nicht gehört. Ich habe das selber jetzt von dir das erste Mal gehört, dass da die Gefängnisse ja geöffnet werden. Also insofern ist es für mich neu, aber wundern tut es mich natürlich jetzt nicht. Ne? Weil der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel. Ne? Ja, ja, ich habe es hier auf Skype gepostet, warte mal. Ja, ich habe das aber auch nicht gelesen, glaube ich. Hier, Nüstürt Ukraine, das hab ich Gefangene nach der Front. Jetzt schickt auch Ukraine Gefangene an die Front. Ja, das kann ich ja nicht lesen. Ja, du kannst es ja übersetzen. Jetzt übersetze ich es eben mal, ja, wenn wir schon so weit sind hier. Ne? Also früher in diesem Monat wurde in der Ukraine ein Gesetz eingefordert, um Verurteilte an die Front zu schicken. Die schwersten Verbrecher kommen nicht in Anmerkung, also in Betracht im Augenblick, um gegen die Russen zu kämpfen, in Austausch für Freilassung. Inzwischen hat ein ukrainisches Tribunal die ersten zwei Gefangenen freigelassen, um zu kämpfen mit den Streitkräften im Krieg gegen Russland. Es geht um zwei wegen Diebstahl verurteilten Insassen, die jetzt auf Befehl des Tribunals übertragen wurden an das Gefängnis der Nationalen Garde der Ukraine. Es sollen sich in der Ukraine ungefähr 3000 Verurteilte bereits angemeldet haben, um Dienst zu nehmen, in Austausch für ihre verfrühte Freilassung. So, das steht da drauf. Das haben wir da. Doch ein schlechter Tausch, oder? Ich weiß nicht, wer sich darauf einlassen kann. Ich weiß nicht. Naja, sehr, wie gesagt, also mir erschien jedenfalls das Gleichnis mit den, Kreuzrittern ganz ja, klar hier, ne, in der Hinsicht. Ne? Ja. Das mal eben dazu. Ja, das passt schon. Nebenbei bemerkt, ist das auch ein Thema auf der anderen Seite gewesen, ne? Aber dort nicht in der regulären Armee, sondern bei den Militärdienstleistern, bei dieser jetzt nicht mehr existenten Wagner-Gruppe. Ne? Bei den Söldnern, ja. Okay. Ja, bei den Söldnern. Die haben, glaube ich, auch meines Wissens auch aus den Gefängnissen rekrutiert. Aber ich bin mir da nicht sicher. Es war auf jeden Fall keine reguläre Armee. Ne? Also hier ist es jetzt anders. Ne? Die sind dann offiziell, wie es im Artikel stand, dann Teil der ukrainischen Streitkräfte. Ne? Ja. Oh, naja, das ist doch schön. Dann sage ich auch mal guten Abend und ja, du stöhnst. Ah, kommt auch noch das Fischen, der auch noch. Nein. Ich habe jetzt nicht gestöhnt, das war bloß einfach ein, wie weit soll das eigentlich noch gehen, ne? So, ja, zum kein, Stöhnen kein, das, kein kann Sinn, noch was wollte ich denn jetzt, habe ich doch, also als der Jörg sagte, ja, das sogenannte Heilige Land, und da musste ich denken an ein Lied, das, meine ich, da so ungefähr ging, dass dann heilig, heilig, heilig bist nur du. Schau mal jetzt in Chat, sowas Ähnliches habe ich jetzt auch auf die Schnelle im Netz gefunden. Und ja, was denn jetzt? Bist nur du allein, aber es gibt auch noch heiliges Land und heiliges Wasser und was weiß ich, alles heilig, aber nur du allein bist heilig, was denn jetzt? Aber wir wissen, so um wirklich dann optimal katholisch zu sein, muss man auch ein bisschen schizophren sein und Widersprüchlichkeiten akzeptieren. Das, naja, also dass die Kindersinggruppe hier heilig, heilig bist nur du, zur Ehre Gottes singt, ist ja nicht verkehrt. Gott ist heilig und alles, was Gott heiligt, ist heilig. Nur das Problem ist, dieses sogenannte heilige Land oder die Stadt Jerusalem im sogenannten heiligen Land und so auf dieser Erde oder auch die sogenannten Heiligen in der römisch-katholischen Kirche, die sind nicht geheiligt von Jahwe,
von unserem Vater im Himmel. Und von daher ist das auch nicht heilig. Aber dass unser Vater im Himmel heilig ist, ist ja okay. Und das Lied ist ja, ja, das ist ja, das ist ja gerade das Richtige. Aber die sehen auch die toten Dinge wie Erde, Wasser und ja, ja, so, alles das, als heilig. Was die natürlich hier mit dem Text machen, ist eine ganz andere Sache. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber ist ja nicht verkehrt zu singen, heilig bist nur du allein, wenn ich Jahwe meinen Vater im Himmel ansinge. Nur das tun die natürlich nicht, weil die eben hier katholisch sind und eben, wir wissen ja, Katholiken sind eben keine wahren Christen. So. Das wollte ich ja auch nicht anprangern, sondern dass die auch gleichzeitig sagen, nur du, aber gleichzeitig sagen sie ja auch die Dinge um sich herum, die vor allem die toten Dinge, dass die auch heilig sein sollen. Ja. Diesen Widerspruch wollte ich mal aufzeigen. Deswegen sage ich, heilig ist nur das, was er heilig macht und sonst gar nichts. Ja. Und wenn, dann sind es die lebenden Sachen, ne? Mein Kommentar genau, dazu. Weil es ist ja ein Gott der Lebenden und nicht der Gott der Toten, ne? Unterschied zwischen Yahweh und Satan. Zwischen dem wahren Gott und dem angenommenen Gott. Ja, dem Antigott. Dem oder Antigott. Oder Stellvertretergott. Lass es mal so sagen. Ja, anstelle Gott. Anstelle Gott, genau. Dann übernehme ich jetzt mal, wenn es soweit genehm ist. Ja. Die Führung, aber wir wollen ja hier nicht führen, wir wollen ja hier erklären. Und da geführt waren wir. Geführt werden wir. Ne? Geführt werden wir. Das ist immer ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Und wir sind stehen geblieben bei der Lesung 75, 21 natürlich, bei oder mit dem ganzen Thema um diesen John Cage, um die Orgel, um dieses Orgelprojekt in Sachsen-Anhalt, was sozusagen da diese 2000er Orgelaufführung da gespiegelt hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Ziemlich wusste Sache, Jörg, und da kannst du mal bitte das Skript gleich mal öffnen auf die Seite 4, John Cage. Ja, das ist also dieses Stück, was da so langsam wie möglich aufgeführt werden sein dann ist oder wird. Ja, nebenbei bemerkt, ihr habt ja gerade das Ganze mit der Anbetung und mit dem Aberglauben und diesen Dingen erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Dinge sind für mich auch nicht viel besser, weil nur jemand, der sehr naiv ist oder einem großen Irrtum oder einem großen Aberglauben unterlegen ist, der kann davon ausgehen oder geht davon aus, dass dieses Musikstück tatsächlich über diesen langen Zeitraum von über 600 Jahren wirklich aufgeführt wird. Das ist absoluter Hokuspokus. Das ist absolut Quatsch. Ja, also wer dafür noch ein Ticket kauft, dann in über 600 Jahren, ja, das gibt es tatsächlich, das gucken wir uns gleich an, der ist für mich genauso ein Fall für die Bank, für die Couch. Also das ist, wie gesagt, moderner Aberglauben. Ja? Also von wegen Aberglauben ist weg. Nee, der ist noch da. Der tarnt sich bloß etwas. Hier an dem Beispiel mit dieser Uraufführung im Jahre 2640. Wer dafür Karten kauft, der ist in meinen Augen abergläubig. Entschuldigung. Ja, das ist meine Meinung. Und hier kannst du mal runterscrollen bitte. Dann gucken wir uns mal so die Karte an. Die ist natürlich dann nicht aus Papier. Ganz einfach macht man es nicht. Das können wir mal überspringen, den jungen Mann. Der ist ein Reisender gewesen. Der hat da einfach mal die Orgel da besichtigt. Der hat so einen YouTube-Kanal und der hatte dann eben als Zitat gesagt, hier, wie arm wäre diese Welt, wenn wir das hier nicht hätten. Also dieses wunderbare Stück Kunst mit viel Anführungs- und Ausführungszeichen versehen. Jetzt mal von mir. Ich habe noch ganz eine Kleinigkeit gesagt von Aberglauben, von toten Dinger, die da als heilig genannt werden, irgendwelchen Götzen und so. Und dann kann ich mal ganz kurz mal Sequenzchen aus dem Psalm 115 zitieren, wo da heißt, ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, mit ihrer Kehle geben sie kein Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Das heißt, wenn man jetzt auf diese toten Dinger vertraut, dann wird man auch irgendwann mal tot. Und da würde ich jetzt mal diese Orgel mal mit dazu rechnen, ne? Die Königin der Instrumente, ne? Denn es ist ja auch was Geschaffenes, ne? Und, Königin. Ja, Königin ist Königin sind Menschen, sind lebendige Wesen und jetzt wird hier ein toter Gegenstand aus Metall, Holz und sonstigen so zum König gekürt. Genau, und ihr wisst ja noch aus der vorhergehenden Lesung, das hat man ja auch mit angesprochen, wozu diese Orgel überhaupt die Funktion hatte, nämlich den Cäsar.
den römischen Cäsar anzukündigen. Und das hat man dann einfach mal so über die Jahre in die, auf den päpstlichen Cäsar übertragen. Ja, also insofern war es eine Vorankündigung, dass der Herrscher, der Gott dieser Welt, dann eben den Raum betritt. Ja, und da gab eben dann die Orgel entsprechend dann andachtsvolle, ja, würdige Töne ab. Ne? Also von daher ist es auch Anbetung, es ist eine Form von einem Anbetungsritual, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass diese Orgel ja als eines der wenigen Instrumente überhaupt in der Kirche zugelassen wurde, in der katholischen Kirche. Und insofern finden wir die eben jetzt in jeder größeren, ja, Kirche. Und ja, wenn man sich immer mit beschäftigt, ja, die meisten solcher Kirchen, die sind da total stolz drauf. Ne? Da wird ein ziemliches Gehabe drum gemacht. Ne? Gerade eben, weil jetzt, ich glaube im Jahr 2021, eben die Orgel zur Königin der Instrumente von der UN von der UNESCO hier betitelt wurde. Insofern ist es natürlich nochmal ein Grund, dann eben jeweils sein Kultobjekt nochmal hervorzuheben, ne? Um da eben sicherlich dann auch noch viele Kultgänger in Form von Touristen da anzulocken. Ne? So, also das ist der Punkt. Gut, Jörg, genau, jetzt mal bitte in das Skript. Wir haben hier nochmal, also diese Spielliste, da kann man, wenn man will, einen der Töne sich anhören. Darauf verzichte ich jetzt einmal, weil wir uns gleich etwas anderes anhören werden. Ja, aber dieser Ton, ich habe mir ihn ja angehört, ich tue mir das ja alles an, der hört sich absolut unangenehm an und das tut wirklich irgendwann, also bei mir eigentlich schon noch ein paar Sekunden, richtig in den Ohren weh. Also es ist kein angenehmes Geräusch, es ist eine ganz subtile, bösartiger Klang ist das einfach, sage ich mal so. Ne? Gut, aber das ist jetzt erstmal hier unser Thema. Wir gehen mal weiter und zwar ein nächstes Bild. Da seht ihr, dass diese John Cage Orgel, also die trägt sozusagen natürlich den Namen von dem Komponisten John Cage, dass hier also, könnt ihr lesen, ein E-Guide-Projekt mitentwickelt wurde. Ein E-Guide-Projekt, Jörg, ich scroll mal bitte runter noch. Da siehst du es, da habe ich das mal ein bisschen noch weiter. Da kannst du, wenn du da drauf gehst, ich habe das jetzt bloß als Bildausschnitt mal gemacht, dann ist das so interaktiv. Ne? Dann kannst du quasi, wenn du auf die einzelnen Zahlen gehst, dann hast du so ein bisschen zum Beispiel eine 3D-Animation, ja, von diesem Raum und das vermittelt sozusagen nochmal mehr plastisch diesen Eindruck da von dieser Kirche da oder von diesem Kloster, ja. Hat ja viele Funktionen gehabt. Ne? Und das fand ich jetzt interessant, was jetzt nämlich hier steht. Da ist nämlich dieses E-Guide-Projekt für dieses Projekt John Cage Orgelstiftung aus Mitteln des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales anteilig finanziert und dient zur Umsetzung der digitalen Agenda des Landes Sachsen-Anhalt. Aha. So, ja, eine digitale Agenda des Bundeslandes Sachsen-Anhalt hat hier also mitgewirkt. Und Jörg, wenn du noch mal eins weitergehst, seht ihr auch, dass das also nicht nur für deutschsprachige Interessenten ist, sondern dass man hier also wirklich fast wie in so einer Enzyklika, hätte man gesagt, dass in mehreren Sprachen da verfasst wurde. Ne? 5, 6, 7, 8. Übrigens 8 Sprachen, das entspricht ja der Enzyklika Laudato Si, ne? Zur größeren Ehre Gottes, glaube ich, ne? Oder wie das war. Ja? Oder Gott allein oder so, das war ja so die Übersetzung, muss ich dann nochmal gucken. So, auf jeden Fall 8 in 8 Sprachen übersetzt, also wirklich nicht nur dafür gedacht, die Anwohner da zu unterhalten mit diesem Musikstück, sondern das geht weiter. So, jetzt gucken wir uns mal diese Sachsen-Anhalt-Digital-Agenda an. So, da habe ich euch jetzt mal ein Bild reingeklebt und wie ihr lesen könnt, gibt diese Digital-Agenda 18 Themenfelder vor, ja, die mehr oder weniger jede Menge Themenbereiche umfassen. Ich lese es bloß mal kurz an. Ja, also es geht hier sozusagen bei dieser Digital-Agenda um eine strategische Steuerung mit der Verortung des Themas im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, dass nach dem Willen der Koalitionspartner CDU, SPD und FDP eine strategische Steuerung der Digitalisierung im Land Sachsen-Anhalt geschaffen wird.
So, und dann geht es ja weiter, weiter, weiter. Also es geht um eine strategische Steuerung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist strategisch? Also ich würde es mal übersetzen mit langfristig. Ja, weil 2030 ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Mit einer langfristigen Steuerung der Digitalisierung im Land. So, das hört sich strategisch. Strategisch ist es auch etwas aus dem Militärischen angelehnt, ja, weil ja, da ja, auch ja, Strategie ja. groß geschrieben. Ja, genau. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel so verschiedene ja, Waffenkonzepte, wie auch immer. Ne? Also es kommt definitiv auch aus dem militärischen Bereich. Richtig, das ist auch gut. So, dann habe ich jetzt mal ausnahmsweise ein Themenfeld 12 mal hier mit eingeführt. Ne? Gute Arbeit im digitalen Zeitalter. Heißt wirklich so, gute Arbeit im digitalen Zeitalter. Und da ist es ausdrucksweise Fachkräfteengpässe und fehlende Qualifikationen dürfen nicht Hindernisse der digitalen Transformation werden. Aha, jetzt fällt dir natürlich ein ganz tolles Wort, Transformation, ja, ins Deutsche, Umwandlung, Veränderung. Ja. Und dann geht es eben weiter, Themenfeld 14 als Beispiel, Sicherheit im digitalen Raum. Wir unterstützen gemeinsam mit dem bundesweit tätigen Träger Deutschland sicher im Netz Angebote und Schulungsveranstaltungen vor Ort. So, sicher im Netz. Habe ich doch gleich mal geguckt, was ist das? Und da fällt mir als erstes so ein ja, prangendes Zitat hier entgegen auf dieser Seite, Desinformation entgegenwirken. Ne? Also für mehr Widerstand, Resilienz, Cyberresilienz, also Widerstand für Demokratie und Sicherheit. Also wer sich dort weiter mit beschäftigt, der sieht, dass es da sehr viel um, naja, das Thema Demokratie, Bildung geht, ne? Was erstmal so sehr wenig sagend ist. Ich sage euch, wenn ihr das euch anguckt, es klingt erstmal alles toll, aber es ist natürlich alles andere als das. Das werden wir gleich sehen. So, und dann habe ich jetzt eben nochmal Themenfeld 18, Medien, Kultur und Sport im digitalen Wandel. Und da heißt es eben, ja, Digitalisierung und technologische Umbrüche führen zu großen Herausforderungen. Innovative audiovisuelle Medien, multimediale Angebote und online gestützte Medienangebote ermöglichen den freien Zugang zu unterschiedlichsten Informationsquellen und leisten somit einen wichtigen Beitrag für ein demokratisches Gemeinwesen und für einen Meinungsbildungsprozess. Medienkompetenz ist dabei eine unverzichtbare Schlüsselqualifikation. So, viel gesagt, aber ja, was heißt das denn eigentlich? Ne? Freier Zugang zu unterschiedlichen Informationsquellen. Wir selber sind ja davon direkt betroffen, dass die Freiheit, die sogenannte Freiheit, also nur eine Freiheit ist, die man zeitweise zugestanden bekommt. Und ihr habt es ja schon jetzt mitbekommen, dass diese Freiheit uns langsam entzogen wird, wenn man eben da in dieser Agenda nicht mitmacht, nicht mitschwimmt, sondern eben vielleicht dann wie so ein lebendiger Fisch gegen den Strom sich bewegt. Dann merkt man, dass diese sogenannte Freiheit eben gar nicht so eine Freiheit ist. So. Ja, und dann steht hier was von öffentlich-rechtlicher Medienkompetenz. Ja, und da ist natürlich so, also ich habe jetzt mal gesagt, Medienkompetenz, ja, steht ja hier, Medienkompetenz. Ja, und da sind natürlich für mich immer die Öffentlich-Rechtlichen so das Maß, der Maßstab aller Dinge. Ja. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten haben also gegenüber den privaten Rundfunkanstalten, den privaten Medien natürlich noch einen anderen Anspruch, ja, auf Wissens- und Informationsvermittlung. Ne. So. Und weil natürlich wir das ein bisschen auch im aktuellen Bereich uns hier anschauen und wir natürlich auch die modernen Kriege im Hinterkopf haben mit ihrer vielfältigen Beeinflussungsmöglichkeit, habe ich mir doch mal gedacht, wir gucken uns doch einfach mal ein aktuelles Ereignis an, was so quasi ja öffentlich-rechtlich, also quasi mit einem Siegel, medial wertvoll, ja, übertragen wurde. Und da kommen wir direkt, ja, heute ist der 24.05., gut, ist auch schon ein bisschen jetzt zurück, zum ESC, den Eurovision Song Contest, den europäischen Songwettbewerb 2024. So, da kommen wir nämlich hin. Ne? Live übertragen in der ARD. Und genau, Jörg, vielen Dank. Du warst gar nicht so weit zu scrollen erstmal. Ne? Wir haben hier mal so eine aktuelle, also das war der Endstand. Das heißt, ihr wisst das sicherlich alles noch. Ist jetzt nicht so weit her, selbst wenn das ausgestrahlt wird, dass die Schweiz da gewonnen hat. Und dann geht das runter bis nach Irland, 6. Platz. Und ich habe jetzt erstmal Folgendes gemacht. Ich habe nicht mal eins gemacht. Ich habe mich mal versucht, ein bisschen in Videobearbeitung. Ja, so nach dem Motto, was die können, das kann ich auch. Aber allerdings habe ich natürlich einen bisschen anderen Blickwinkel. Und der Jörg
der weiß nicht, was ihn jetzt erwartet. Und deswegen, Jörg, würde ich sagen, wäre es mal Zeit für die erste GG Productions. Und zwar ESC 2024. Ja. Das mal zu öffnen, wieder auf volle Lautstärke. Und ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Wenn die Technik natürlich mitmacht. Ne? Genau, wieder volle Lautstärke ist immer wichtig hier. Good evening, Malmö und ein Hallo in alle Wohnzimmer. Ich war ja schon als Kind ein riesen Fan vom Grand Prix. Tolle Shows, lange aufbleiben, Käseigel. Und heute, da bin ich doppelt Fan, weil ich da noch viel mehr weiß, dass das nicht nur ein schöner, sondern ein super wichtiger Abend ist. Weil Musik nämlich was ganz Besonderes kann. Einen schönen guten Abend. Wir sind für dieses Wort zum Sonntag ins U-Loft nach München gegangen, zu einer ESC-Party. Ja? Das Wort zum Sonntag feiert den Eurovision Song Contest. Schon auf diesem schmalen Grat zwischen sowas Schönes brauchen wir für unser Leben. Und mach die Augen nicht zu vor den gigantischen Krisen dieser Welt. Party hin, Party her. Es gibt eben viele und es sind viel zu viele, denen nicht zum Feiern zumute ist. Aber ich stehe hier und ich sage euch auch warum. Weil ich nämlich glaube, dass wir gerade in all diesen Krisen die Musik so sehr brauchen. Als es mal einem König in der Bibel schlecht ging, so eine Art Depression, da haben sie nach David gesucht. Ja, der war derjenige mit der Steinschleuder gegen Goliath, aber darum wurde er gar nicht berufen. Sondern vielmehr, weil er so eine Art Singer und Songwriter war. Der hat getextet und komponiert, die Psalmen. Und die hat er dann gesungen und sich selbst auf der Harfe begleitet. Für Gott hat er das gemacht und für die Menschen um sich rum und für jeden. Darum haben sie ihn gerufen. Der hat angesungen, der hat angespielt mit seiner Musik, mit dem guten Geist dahinter, gegen die bösen Geister, die dem König auf der Seele lagen. Musik hat eben Kraft, hat Musik hat eben Kraft, hat himmlische Kraft. Musik hat eben Kraft, hat himmlische Kraft. Für jeden, für jede einzelne Seele, aber eben auch für die Seele Europas. Das war ja überhaupt die Idee hinter dem ESC 1956. Der ESC mit seiner Musik, der lässt was von diesem großen Traum unseres Glaubens aufblitzen. So schön soll es sein in dieser Welt. Der ESC mit seiner Musik, der lässt was von diesem großen Traum unseres Glaubens aufblitzen. So schön soll es sein in dieser Welt. So was Schönes brauchen wir für unser Leben. Ja. So, also das war mein erster Versuch, mal den ESC etwas zu interpretieren. Ja? Und der Punkt, was hier bedeutsam war, ist nicht diese Musikveranstaltung, sondern dass hier eine Pfarrerin tatsächlich diesen ESC eingeleitet hat mit diesem sogenannten Wort zum Sonntag. Ja? Und obwohl ich jetzt hier ein bisschen rumgeschnitten habe, ist das alles das, was passiert ist. Ja? Wir gucken uns gleich nochmal das zweite Video an, weil das muss man wirklich ein bisschen sacken lassen. Was hier wirklich für eine direkte Verbindung gelegt wird. Ne? Es wird die Verbindung nach Europa gelegt, es wird die Verbindung zur Musik gelegt, ja? Es wird die Verbindung zum Glauben gelegt, ne? Der über die Musik natürlich dann die Menschen verbinden soll. Ja? Und wieder toten Gegenständen, Steinen, Sand und sonstigen eine Seele zugesprochen, wie ein Kontinent Europa. Ja, genau. Es wird also hier etwas gemacht. Und ganz ehrlich, wir haben ja gerade was von Transformation gelesen, ja?
Ist es das vielleicht diese Transformation, die da passiert? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns mal das zweite Video mal an, Jörg. Mit der 720 mal bitte. So schön soll es sein in dieser Welt. Zusammenleben, anderen Freude bereiten, den Nächsten Gutes tun, statt sie anzugreifen, weil sie anders denken, glauben, lieben. Feiert heute Abend ordentlich, feuert Isaac an oder eure Lieblinge, tanzt mit, singt mit und feiert, was die Musik für himmlische Kraft hat. Ich wünsche euch allen in Malmö oder wo auch immer ihr zuschaut, eine gesegnete ESC-Nacht. Bambi Thug begreift sich nicht als Frau oder Mann, sondern als non-binäre Person, denkt also gar nicht in diesen Kategorien. Und Bambi Thug sang im Schulchor und nennt Celine Dion als Eurovision Hero. Soweit so harmlos. Aber Doomsday Blue, das bedeutet Weltuntergang und der steht uns jetzt musikalisch bevor. Die Nummer hat es in sich. Falls komische Dinge vor ihrem Fernseher passieren, es sind ein paar Zauberformeln im Text. Doomsday Blue, Bambi Thug für Irland. Isaac darf nicht Shit singen, aber das ist erlaubt. Ein bisschen Exorzismus am fröhlichen Samstagabend. Kunst in seiner düstersten Form. Liebe Kinder, das war nur Theater, das war nicht echt. Und wenn ihr mal erwachsen seid, findet ihr das vielleicht auch unterhaltsam. Liebe Kinder, das war nur Theater, das war nicht echt. Und wenn ihr mal erwachsen seid, findet ihr das vielleicht auch unterhaltsam. Feiert heute Abend ordentlich, feuert Isaac an oder eure Lieblinge, tanzt mit, singt mit und feiert, was die Musik für himmlische Kraft hat. Ich wünsche euch allen in Malmö oder wo auch immer ihr zuschaut, eine gesegnete ESC-Nacht. Ist sie bewusst so bösartig, die Ansagetante da, oder einfach nur vom Herrscher dieser Weltzeit verblendet? Also ich denke, dass sie verblendet ist, so wie viele, viele Millionen andere auch. Ja, einfach nur Verblendung. Ja. Ja. Vielleicht können wir erstmal über die zwei Videos ein bisschen sprechen, weil die haben mich echt ziemlich viel Arbeit gekostet, das zusammenzuschneiden. Ja. Also diese Sachen sind natürlich viel länger noch, ne? Die Musik geht länger, alles, aber das ist ja, wie gesagt, nicht wichtig. Wichtig ist ja die Botschaft. Ne? Und ja, Jörg, hast du einen Kommentar? Du bist jetzt so, dir hat es die Sprache wahrscheinlich verschlagen. Naja, ich möchte es mal so sagen. Ich habe ja damals mit Michael vor einigen Jahren die satanische Medienagenda und Musikagenda gemacht. Und das fing eigentlich damit an, dass Michael eine Bemerkung machte aus, ich weiß nicht, welcher Motivation, so von, ja, man sollte mal ein Video machen über Amanda Lear, Alan Tupp, wie sich dann herausstellte, dass diese Person eigentlich heißt. Und wo diese Reise mich damals hingeführt hat, da hatte ich gedacht, von jetzt habe ich eigentlich eine ganz gute Einsicht in die Musik schon mal. Ich höre mir keine populäre Musik mehr an, ganz selten mal. Also es gibt in der letzten Zeit gibt es ein paar Lieder, wo ich mal sage, die höre ich mir doch mal an, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Jetzt werdet ihr vielleicht erstaunt sein, wenn ihr hört, welches Lied das ist. Ich fand das schon immer toll, Small Town Boy vom Bronzegebiet. Mhm. Das ist natürlich ein Lied, wo es um Homosexualität geht, aber ich finde, weil das eben in dem Lied nicht ausgesprochen wird, kann man das eigentlich auch sehr gut auf Christen beziehen, die eben falsch verstanden werden und die Liebe suchen und die Liebe bekommen sie nicht in ihrer Familie, deswegen gehen sie weg. Also man kann das dahingehend interpretieren. Aber das Lied fand ich schon immer halt besonders gut. Und dann war so ein anderes Lied, das mir ein Kollege vorgespielt hat von einer Hamburger Gruppe. Das Lied heißt You und die Gruppe heißt, ich glaube, Boytronic oder sowas. 1982 oder 83 eine Hamburger Gruppe, habe ich damals auch gehört, fand ich ganz gut, das höre ich ab und zu mal. Aber ansonsten höre ich vor allen Dingen wie heißt sie da? Miller, Elaine Miller oder wie sie jetzt, Adrian Miller, ich komme nicht auf den Namen. Die singt KJV, also King James Psalme und Verse aus der Bibel und sowas, 4 Stunden lang. Da höre ich unglaublich viel von. Solche Dinge finde ich gut. Aber sonst populäre Musik höre ich eigentlich gar nicht mehr. Und sicherlich nach der Serie damals mit Michael. Nun muss ich dir ehrlich sagen, Gerald, ich dachte eigentlich, dass ich alles schon gesehen hätte.
Aber was du hier gerade mit diesen Videos angestellt hast, ich meine, Eurovision Song Contest, oder damals hieß das ja noch, wie hieß das noch vor 30, 40 Jahren, da hat das auch einen anderen Namen. Eurovision irgendwas, also jedenfalls ganz anders als heute. Und meine Frau, also meine damalige Frau, Anfang der 90er, die wollte das dann auch gucken, weil dann ihre belgische Gruppe Clouseau da in 1990, glaube ich, aufgetreten war mit Anne und da berühmt geworden ist. Und Clouseau ist ja heute immer noch eine ganz bekannte Gruppe hier in Belgien, also 40 Jahre später. Ja, jedenfalls, mir hatte dieser Eurosong hat mir noch nie gefallen. Vielleicht hier und da mal ein Lied, wenn man an ABBA denkt mit Waterloo oder natürlich, was jeder Deutsche kennt, ein bisschen Frieden. Das haben wir, glaube ich, damals alle mitgesungen, auch wenn wir den Text nicht wirklich geglaubt haben. Aber wenn man dann sieht, wenn man jetzt zum Beispiel für die Leute, die sich dann noch daran erinnern, wie hieß die Sängerin dann noch mit ein bisschen Frieden? Die hatte nur so einen Vornamen. Wie hieß sie noch? Nicole, ja, genau. Ah, okay. Wenn man sich anguckt, wie unschuldig und lieb die damals da auf der Bühne gesessen hat mit der Gitarre um und dann geplänkelt hat, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit auf dieser Erde, auf der wir wohnen und solche ganzen Sachen. Also, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was du da gerade eben gezeigt hast, dann muss ich mich wirklich mal fragen, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Das ist doch nicht mehr dieselbe Welt. Eine transformierte Welt, genau. Du gibst das Stichwort, was eben Gerald eben auch gerade aus dem Skript bereits herausgezogen hat, diese Transformation. Und das ist genau das, was hier gemacht wird. Hier wird eine neue Menschheit geschaffen, weil die alte Menschheit, die sich an die Werte von Gott lehnt, und die Pfarrerin hat das ja so schön gesagt, David hat Musik gemacht. Ja, wenn ihr mal die Psalme aufschlagt, ich meine, ich kann das jetzt mal eben machen. Ich habe hier meine König-James-Bibel habe ich hier zur Hand. Und da schlage ich doch mal eben auf die Psalme. Warte mal, das ist ein bisschen hier in der Mitte. Hier ist Psalm. Welchen nehmen wir denn jetzt mal hier zum Beispiel? Aber bitte so, nicht die Psalme, die ich schon als Schlusswort rausgesucht habe, und zwar vor der Sendung. Es gibt so einen bestimmten Text, der immer vor diesem Psalm steht. Warte mal, jetzt muss ich mal eben sehen. Ich fange das mal vorne an. Ich weiß, dass es vorne dran steht. To the Chief Musician oder sowas steht da immer drauf. Hier bei Psalm 3 steht als Überschrift drauf: A Psalm of David, when he fled from Absalom to his son. Psalm 4, to the chief musician on Negjonoth, a psalm of David. Ja? Psalm 5, to the chief musician upon Nehelath, a psalm of David. Psalm 6, to the chief musician on Negeroth, upon Sheminite, a psalm of David. Ja? Hier steht es also zu dem Chefmusiker. Ja? Also, das ist ja das, was die Pfarrerin oder was auch immer, wie sie sowas nennt, da gerade gesagt hat. David hat eben diese Psalme geschrieben. Und in der Bibel steht auch irgendwo geschrieben, dass wir diese Psalme auch in unserem Herzen für die Erhöhung Gottes singen sollen. Ja? Um uns selbst auch darin zu verlieren, sage ich jetzt mal, in diesen gottverherrlichenden Texten. Aber was hat das denn damit zu tun, was da in diesem Video gezeigt wurde? Das hat damit was zu tun, dass zwar das originale, Gott ehrevolle aus der Musik gesagt wird, aber dass dann ein anderer Gott gemeint wird. Und ich glaube, ich muss da keine Zeichnung beimachen, denn jeder versteht, welcher Gott mit dieser Musik, mit diesen Auftritten, mit diesen Zeichen, Emblemen und so weiter gerade angesprochen wurde. Ja? Da muss ich jetzt gar nicht aussprechen. Ich muss es nicht mehr aussprechen. Jeder weiß, was gemeint ist. Und dieser Gott dieser Weltzeit, wie er in dem Neuen Testament geschrieben steht, der muss sich eine eigene Menschheit heranzüchten, weil die wahre Menschheit, die von Gott geschaffen ist, die, also von Yahweh geschaffen ist, die wird ihn niemals anbeten. Also muss er diese Menschheit umformen und muss sich seine eigene Menschheit daraus erschaffen. Und das sind diejenigen, die sich eben von Yahweh abkehren und ihm zuwenden. Und da gibt es jemanden, der angeblich in den 50er Jahren schon mal gesagt hat, jeder, der die neue Weltordnung beitreten will, muss einen Eid an Satan schwören, sonst wird er da gar nicht mit reinkommen.
Jetzt komme ich eben nicht mehr auf seinen Namen. Der liegt mir auf der Zunge. Normalerweise vergesse ich solche Namen nicht. Tut mir leid. Aber der hat das damals gesagt. Der war, glaube ich, ein Mitarbeiter in der UNESCO oder in der UNICEF. Ich habe gedacht, du meinst jetzt einen von der Church of Satan. Nee, einen aus den Vereinten Nationen. Also nicht LaVey. Nee. Der Schauspieler da, nee, den meine ich nicht. Ja, ganz schlechter Schauspieler übrigens. Den meine ich nicht. Ich komme jetzt im Augenblick nicht mehr auf seinen Namen. Also die Leute, die das Video schauen, die werden gleich jetzt auf ihre Kommentarsektion eintippen. Es ist der und der, kann man das vergessen? Ja, ich lese in letzter Zeit so wahnsinnig viel, dass ich hier und da auch mal wirklich einen Namen auch von früher mal vergesse. Vielleicht fällt er mir im Laufe der Sendung noch ein. Aber der hat das ganz klar gesagt. Und es geht eben darum, dass hier eine andere Menschheit herangezüchtet werden soll. Und Transformation ist ja eben ein Übergang. Und wir leben genau in dieser Übergangsphase. Wir leben in der Übergangsphase, wo die alte Menschheit ausstirbt und eine neue Menschheit geschaffen wird. Und diese neue Menschheit hat ganz andere Werte als die alte Menschheit. Eine ganz andere Kultur. Ja? Wie haben wir das noch gesandt? Salz das neue, ist die neue Kultur? Oder wie hieß das da? Mit dem Pudertanz? Ne? Und alles, was dazu gehört. Und das ist genau jetzt die Verwirklichung, was ich in diesem ESC-Video da gerade habe sehen müssen. Und dann auch noch das ganze Zugejauche. Die Leute finden das alles ganz toll, weil sie überhaupt nicht wissen, was dahinter steht und was damit bezweckt wird. Und im Schlusseffekt oder im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wenn du diese Rolle nicht mitspielst, dass du dann auch nicht mit von der Partie bist. Und wenn du nicht mit von der Partie bist, dann wirst du eben auf die Seite geschoben, auf welche Art und Weise es immer passiert. Kommst du ins Gefängnis, kommst du ins Konzentrationslager, kommst du in die Befragung, Inquisition. Oh ja, okay, jetzt hast du mir das Stichwort gegeben. Ja, oh, ja. Oh. Muss ich ja eben mal so sagen, weil diese Menschheit, die wir im Augenblick haben, die wird nicht mehr gebraucht. Und ein ganz wichtiger Punkt in dieser Transformation war bereits die C19-Krise vor einigen Jahren, wo ganz bestimmte Dinge bereits an dieser Menschheit getestet wurden. Und wenn man bestimmte Dinge akzeptiert, dann geht man eben weit genug. Schau, ich weiß, dass du ein Papier vorbereitet hast von dem Papst mit Laudatio Si. Laudato Si. Mhm. Und der Papst hat an verschiedenen Stellen, oder es haben schon verschiedene Päpste an verschiedenen Stellen gesagt, dass man gar nicht katholisch sein muss, um in diese neue Welt einzutreten, sondern das gilt für alle Menschen des guten Willens. Menschen des guten Willens. Und wenn man dann mal auf die Webseite geht von Lucis Trust, soll ich das mal eben machen? Dann kann ich das ein wenig untermauern. Was ich jetzt hier sage. Lucis Trust ist ja die ehemalige Lucifer Publishing Company. Kennt ihr ja. Das nennt sich Lucis Trust. Oh, was ist das hier? Was verkehrt jetzt aufgemacht? Hier, das ist die Homepage von Lucis Trust. Und das wurde halt gegründet von Alice Bailey und da gibt es dann verschiedene Dinge. Da gibt es zum Beispiel hier Alice Baileys Books, ja, da kann man sich die ganzen Bücher kaufen, da kann man hier über Dreiecke und Pyramiden lernen, das ist ja auch unser Thema. Also, da gibt es die Arcane School, ein toller Stern natürlich, aber was ist das denn hier? World Goodwill. Und wenn man da drauf geht, dann steht hier, Goodwill is one of the most basic spiritual qualities of a human being and the great untapped resource at the heart of every human community. Oder auf Deutsch, guter Wille ist die am meisten an der Basis liegende geistige Qualität eines menschlichen Wesens und der große unangezapfte Brunnen am Herzen einer jeglichen menschlichen Gemeinschaft. Das steht ungefähr hier so. Das heißt, mit dieser Goodwill-Aktion will man Menschen des guten Willens anrufen. Und da spielt es keine Rolle, ob du Protestant bist, ob du katholisch bist, ob du Muslim bist, ob du Buddhist bist, ob du Hindu bist, welche Weltreligion du auch angehörst, wenn du nur guten Willens bist. Und guter Willen wird im Endeffekt damit definiert, wenn du bereit bist, dich dem Diktat des Weltführers zu unterwerfen. Und dieser Weltführer ist der Papst.
Und das hat angefangen unter anderem mit damals 1986 dem Treffen in Assisi, wo Papst Johannes Paul II. Mit allen anderen religiösen Weltführern sich getroffen hat in Assisi, um eben dieses World Goodwill zu promoten, sage ich jetzt mal, also zu in die Reklame zu setzen, in das Gedächtnis der Menschen zu rufen. Ja? Und da steht hier eben der Dienst und der göttliche Plan. Ja, welcher Gott? Verbinden mit dem globalen Netzwerk. Ne? Siehst du schon, Gerald, wie das alles im Grunde auch zum Thema passt, was du hattest? Ja, aber noch viel mehr, weil die Skripte. Ja. Ich würde dich ja gerne unterbrechen wollen, aber nee, mach mal erstmal, führ das mal bitte zu Ende, dann versuche ich mal das zu. Ich bin schon ziemlich am Ende angekommen. Es geht hier darum, dass wenn man sich diese Webseite oder Webseiten wie diese anschaut, dass man eine Idee davon bekommt, wo die Menschheit hingeleitet werden soll. Und im Augenblick befinden wir uns eben im Zeitalter dieser Umformung, dieser Transformation. Es ist noch viel von dem Alten da, aber etwas von dem Neuen ist schon da. Es fängt an zu blühen. Und wenn diese Blüte aufgeht, dann geht der eigentliche Glaube an Gott verloren. Wir können ja das aus der Sphäre, glaube ich, war das, wo das Kind da gezeigt wurde, das Gesicht, oder? Ja, oder, stimmt. Ja, du hast oder recht. Diese Kind, der da irgendwo, war das doch auch ein Kind in London, da auf diese Olympiaspiele, da waren auch irgendwie so Säuglinge oder Kinder da zu sehen. Das sind jetzt hier die neu herangezüchteten, transformierten oder die, wie soll man das da verstehen? Das ist natürlich das, Marius, wie sie probieren, das, was in der Bibel bereits geschrieben steht, auf ihre Art und Weise zu interpretieren. Die ganze Welt liegt ja in Wehen. Und in einer Wehe bist du vor einer Geburt, bevor etwas Neues kommt. Und das bricht ja das neue Zeitalter an. Mhm. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es bricht ein sogenanntes neues goldenes Zeitalter an. Goldenes Zeitalter. Jetzt muss ich euch mal eben was zeigen. Was ist denn damit gemeint? Schauen wir mal die biblische Prophezeiung von Daniel. Ich denke, Daniel Kapitel 2, wo Daniel den Traum erklärt an König Nebukadnezar, das kennt jeder. Dieses Bild hat mehr oder weniger in einer oder anderen Form auch jeder schon mal gesehen. Du König bist der Kopf aus Gold, aber nach dir wird ein Königreich kommen, das weniger machtvoll ist, und das sind die Arme und die Brust aus Silber, was wir dann wissen, geschichtlich erfüllt wurde durch das Königreich Medo-Persien. Danach wird ein weiteres Königreich kommen, das hat dann die Lenden und die Oberschenkel, die Hüften und die Oberschenkel aus Bronze. Und danach kommt ein zweigeteiltes Reich, Rom, das ich sage zweigeteilt, weil wir haben einerseits das heidnische Rom und andererseits das päpstliche Rom. Das ist meine Interpretation davon, da kann man sich anschließen, da kann man drüber diskutieren, aber das ist heute nicht der Zeitpunkt, um das zu tun. Und es gibt zum Schluss eben auch noch aus demselben Königreich kommend, also es ist noch dasselbe Königreich hier, gibt es die Füße, wo Eisen gemischt ist mit Ton. Eisen steht für die römische Macht und Ton steht im Grunde für, oder wie nennt man das, Ton, ja, Töpfern, wenn man so töpfert mit diesem Zeug. Ton, Lehm, ne? Lehm, Lehm, oder? Lehm, genau, ja, danke, Lehm. Ne? Mensch ist ja aus Lehm gemacht, ne? Dieser Lehm, der steht dann im Grunde für die Menschheit, für die wahre Menschheit. Aber wie dann eben auch in der Bibel geschrieben steht, Eisen und Lehm kleben nicht aneinander, passen nicht zusammen, müssen voneinander geschieden werden. Das ist gerade die Transformation, in der wir im Augenblick sitzen. Nun, was ist jetzt der Punkt, den ich machen will mit dem goldenen Zeitalter? Babylon, wo wir ja wissen, dass die römische Hure, die römisch-katholische Kirche, die Hure aus Babylon ist, dieses Babylon meint eben, dass es niemals vergehen würde, niemals vergangen ist, sondern immer noch herrscht. Und wo sehen wir das? In einem anderen Kapitel von Daniel, nämlich dem Kapitel 3, dem nächstfolgenden Kapitel, wo wir gerade das hier besprochen haben, da sehen wir das Folgende auftauchen. Der König von Babylon, Nebukadnezar, lässt eine 66 Fuß hohe und 6 Fuß breite Figur errichten aus purem Gold, wo sich jeder niederknien muss, sobald er
Musik hört. Die Harfe, die Posaune, alles die ganze, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, lest Daniel selber, da steht alles drin. Das heißt, Nebukadnessar rebelliert gegen die Prophezeiung von Gott, weil, und das müssen wir eben echt, glaube ich, ein wenig besprechen, das haben vielleicht noch nicht alle gehört, Gott hat prophezeit, dass so die Welt aussehen wird und dass nach, wo es in Babylonien ist, es vier menschliche, heidnische Königreiche geben wird bis an das Ende der Welt. Weil das ist hier der zerstörende Felsen. Ja? Das ist das Königreich von Jesus Christus. Das ist Jesus Christus, wenn er zurückkommt, der die Figur in den Füßen trifft, die ganze Figur zersplittert in Millionen, Milliarden verschiedene Teile untereinander. Und dieser Stein wird dann ein Fels, der um die ganze Welt reicht und dieses Königreich wird nie vergehen. Das ist das Königreich Jesu Christi. Das ist die Prophezeiung von Gott. Nebukadnessar aber sagt von, nee, es ist meine Prophezeiung. Ich bin das Haupt von Gold. Ich bin ganz aus Gold. All die Königreiche sind mein. Die ganze Welt ist mein und alles, was darin ist. Genau das, was der Papst von sich behauptet. Das, was Jahwe im Himmel sagt, die Welt ist mein und alles, was darin ist. Aber es gibt hier auf Erden jemanden, der das stiehlt, der das entfremdet. Das ist der König der Lüfte, das ist derjenige, der die Luft, der die Schallwellen beherrscht, der die Klänge beherrscht, die Musik beherrscht, der die Gefühle der Menschen beherrscht, der die Indoktrination heute vorantreibt und eben dafür sorgt, dass dieser Nebukadnessar-Traum in Wirklichkeit umgesetzt wird. Und das, meine Lieben, was ihr hier seht, ist das neue goldene Zeitalter. Es ist also nichts Neues, sondern es ist alles schon mal da gewesen, genau wie die Bibel sagt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die neue Weltordnung ist nur die alte Weltordnung wiederhergestellt. Und genau das ist die Arbeit, die sich hier vollzieht und die wir mit diesen European Song Contest Videos gerade eben gesehen haben, ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt daraus, aber man muss eben die verschiedenen Mosaikstückchen nehmen und zusammenfügen, wie ein Puzzlespiel, und dann mit etwas Abstand darauf schauen und dann erkennt man das ganze Bild. Ich glaube, Gerald, das war etwas mehr als eine normale Erklärung deines Videos. Ja, ja, das war eine sehr, sehr, sehr gelungene Erklärung. Vor allem, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, welches Skript ich jetzt weitermachen soll, weil du hast jetzt das ESC-Skript angesprochen, du hast jetzt Bereiche aus dem Laudato angesprochen und aus diesem anderen Skript. Also ich kenne deine Skripte ja nicht. Im Moment bin ich platt. Ja, so, aber wir fangen jetzt mal der Reihe nach an. Ich fange jetzt einmal mal, wie ich es jetzt hier offen habe, an. Und zwar geht es erstmal mit dem ESC nochmal los in diesem Skript. Da gucken wir zumindest nochmal rein. Ne? So, ihr habt übrigens die Bühne gesehen. Darauf wollte ich vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Die Bühne hatte zufälligerweise fast die gleichen Proportionen wie das Halskreuz, was die Pfarrerin da getragen hat. Habt ihr vielleicht sehen können. Ne? Fand ich auch interessant, dass diese Kreuzsymbolik dort also ja die ganze Bühne beherrscht. Und so wie wir das ja jetzt gesehen haben, ist das bestimmt auch kein Zufall. Ne? Und diese Kreuzsymbolik, ne, die findet man ja auch woanders. Ne? Zum Beispiel würde mir jetzt spontan nach diesem Rammstein-Wochenende Rammstein einfallen. Ne? Die haben auch ein Kreuz, ja, als Markenzeichen. So, aber jetzt gucken wir mal. Kann ich nur ganz kurz stören? Es tut mir leid, Gerald. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Vielleicht noch eine nochmalige Hausaufgabe für die Zuschauer und Zuseher des Kanals. Eine der Hausaufgaben hat ja schon unser Schweizer Kollege erfüllt, aber jetzt habe ich vielleicht eine neue Aufgabe. Sollte man mit offenen Augen und vor allem Ohren durch die Welt gehen und hören, in welchen allen Bereichen das Wort Transformation auftaucht, das wir haben jetzt hier über Transformation gesprochen und ich habe mal hier in diesen Kanälen, meine, das war auch hier bei diesen modernen Kriegen, einen Artikel der neuen Präsidenten der Technischen Hochschule Köln gepostet. Und da kann ich mal ganz kurz ein Stückchen von zitieren.
Pünktchen, Pünktchen, sich im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung in gesellschaftliche Transformationsprozesse einzubringen und eine Impulsfunktion wahrzunehmen. Die TH Köln hat diese Aufgabe angenommen, also TH Köln, also die Technische Hochschule Köln, hat die Aufgabe übernommen und sich auf dem Weg zu einer transformativen Hochschule begeben. Das heißt, sollten mal die Zuschauer, Zuhörer mal wirklich Augen, Ohren aufhaben und in welchem Bereich, hier ist es jetzt hier eine technische Hochschule, wo überall eine Transformation gepredigt wird und wo überall dieser Begriff auftaucht. So, Marius, pass mal auf jetzt. Weil du das jetzt angesprochen hast mit der Transformation. Ich werde heute wahnsinnig. Bleib mir mal in dem Skript John Cage. Ja, Jörg, bitte mal auf das Skript John Cage, Seite 10 im PDF. So, wir lassen jetzt erstmal diese Videos, haben wir jetzt erstmal durch. Ne? Diesen Fragebogen Pit, ne? Die Grube, die lassen wir jetzt aber auch mal kurz vorbei, Jörg. Einfach mal weiter scrollen. Ja, das lassen wir jetzt mal vor. Und jetzt ganz kurz die Frage, wo kommt denn das Ganze eigentlich her? Ne, diese Agenda, in dem Fall 2030. Ja? Und da habe ich jetzt was gefunden, Jörg, wenn du so lieb bist und das mal anliest. Direkt auf der UNRIC-Seite, also einer offiziellen UN-Seite. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung oder eben auch in Neuenglisch Sustainable Development Goals, ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Seit 2016 arbeiten alle Länder daran, diese gemeinsame Vision zur Bekämpfung der Armut und Reduzierung von Ungleichheiten in nationale Entwicklungspläne zu überführen. Dabei ist es besonders wichtig, sich den Bedürfnissen und Prioritäten der schwächsten Bevölkerungsgruppen und Länder anzunehmen. Denn nur wenn niemand zurückgelassen wird, oder im Englischen so schön verwortet in dieser damaligen Serie, wo es um die Entrückung geht und die Trübsal des zukünftigen Antichristen Left Behind, da gibt es ja ganze Bücher und Filmserie von, denn nur wenn niemand zurückgelassen, also Left Behind wird, können die 17 Ziele bis 2030 erreicht werden. Nun finde ich ganz persönlich wichtig, dass wir uns davon mal eben die Frage stellen, warum geht es immer um 2030? Was ist 2030? Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Sendung schon mal gesagt haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass nach der Zählung der antichristlichen Zeitzählung, in der wir ja nun einmal leben, in dem gregorianischen Kalender im Augenblick, 2030, 2000 Jahre her ist, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Neues Zeitalter? Mhm. Ja, Transformation. Ne? Und genau da gibt es natürlich auch diese Agenda 2030, die im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde. Ja, damals noch unter Das Merkel. Und ich bin jetzt mal auf die Seite gegangen, du kannst ja mal WW2030 Agenda, also und da habe ich mal geguckt, wo denn überall dieser Begriff Transformation so zu sehen ist. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, man hat hier übrigens so richtig schön diese 17 Ziele, schön bunt natürlich, ne? Schön farblich, ja, weil das soll ja auch ein bisschen einladen, ja, man soll ja auch in den Bann gezogen werden. Das schafft man nicht mit Schwarz-Weiß, sondern das muss farblich natürlich entsprechend aufgearbeitet sein. Das ist ganz wichtig, ne? Vor allem auch, weil es auch, ihr habt es dann, wir werden es dann sehen, auch an die Kinder geht. Ne? Ja. Da gibt es unglaublich viele tolle Videos, ne? Die schön bunt sind und alles. Ja. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. Wer ist aufmerksam genug und stellt sich die ganze Zeit die Frage, warum sind das 17 Ziele und keine 18, 3x6? Weil wir hier oben 18 Bilder sehen, 17 ja. Ziele und dann das Endziel Nummer 18. Da ist es komplett. Das ist richtig. Aber das wenn die ja 18 Wahnsinn. Nehmen würden, dann würden ja die ganzen ja. Leute sagen von, ja, aber da will Verschwörungstheorie und da kommen wir mit unserer Gematria und mit Zahlen und bla 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 bla. Es sind 18. Sie sagen es euch nur durch die Blume oder soll ich sagen, Regenbogen.
Wie auch immer. Aber da haben die ja mit dem Landes hier, das ist super, da haben die aber hier mit der mit dem Landes Digitalagenda ein bisschen geschlampt, oder? Weil da waren es ja 18 Themenfelder, ne? Ja. Ich erinnere noch mal kurz. Ja. Also da hat wahrscheinlich der Praktikant mal gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Na klar. Und 18, ne, das alles, dieses Bunte, das ist sozusagen das Ziel, genau. Der Kreis schließt sich, kann man fast sagen. Ne? So das ist Endziel. Das. Mhm. Richtig, Marius, ja, genau, so ist das. Ja. So, genau, also Transformation, der Begriff, ne, mit Kreislaufwirtschaft, das brauchen wir jetzt hier nicht vorlesen, ja, aber Transformationsbericht der Bundesregierung. Dann Transformationsbericht Energiewende und Klimaschutz. Dann Transformationsbericht der Bundesregierung zum menschlichen Wohlbefinden. Dann geht es weiter. Die Transformation unserer Welt. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Wenige Monate nach Verabschiedung der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung. Doppelt hat der deutsche Übersetzungsdienst. Bla 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 bla. Dann weiter. Für eine echte Transformation. Ja? Deutschland will sich transformieren. Ja? Deutschland und die UN-Nachhaltigkeitsagenda. Aha, aha, aha. So, Jörg. Kannst du mal bitte das den Stück jetzt weiter vorlesen? Schauen wir doch mal genau hin. Auf Seite 7 steht das nämlich in dem PDF. Das habe ich jetzt mal rauskopiert. Ja. Ne, ein Stück zurück. Unter den ganzen... Nee. Jetzt bist du ganz zurück. Also im Prinzip hier bei dem Deutschland und die UN-Nachhaltigkeitsagenda. Noch ein Stück runter. Ach so, ich hatte gerade die Webseite. Ja, ja. Ich hatte gerade die Webseite. Nee, brauchen wir nicht. Das sage ich dir dann. Wenn du auf die Webseite bist, habe ich das immer reinkopiert, weil da geht es schneller. Einfach noch ein Stück runter. Ja, okay. Ich habe die Webseite gerade runtergescrollt. Nicht hier, deswegen. Ach so, ja, nie. Das habe ich doch nie. Das habe ich doch schon alles vorbereitet. Ja, kann ich ja nicht wissen. Ich habe ja die Webseite aufgemacht. Hier, guck. Hier habe ich runtergescrollt. Ja, da wären wir aber gar nicht fertig. Das sind immer Live-Videos. Das ist nicht geübt, ne? Ich meine, ich bin da online auf der Webseite und er hat das rausgefiltert. Ja, gut, das wusste ich ja nicht. Okay. Jetzt sind wir hier bei diesen Punkten. Und jetzt schon. Schauen wir noch mal genauer hin. Seite 7 sagst du hier. Am 25. Ja, im PDF, ne? Ja, am 25. September 2015 verabschiedeten die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf einem Gipfeltreffen in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Mit ihr haben die Regierungen den globalen Rahmen für die Nachhaltigkeitspolitik der kommenden 15 Jahre abgesteckt. Bereits mit ihrem Titel Transformation unserer Welt signalisieren die Regierungen den Anspruch, dass die Agenda grundlegende Veränderungen in Politik und Gesellschaft anstoßen soll. Sie sprechen von einer, Zitat, äußerst ambitionierten und transformativen Vision, Ende Zitat, und einer Agenda, Zitat, von beispielloser Reichweite und Bedeutung, Ende Zitat. Aber ist diese Hoffnung begründet? Was unterscheidet die Agenda 2030 von ähnlichen Absichtserklärungen und Aktionsprogrammen der Vergangenheit? In welchem Verhältnis steht sie zur Agenda 21, mit der die Regierungen bereits 1992 den Anspruch erhoben hatten, ein Umwelt- und entwicklungspolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert zu formulieren? Und was unterscheidet sie von der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2000 und den aus ihr hervorgegangenen Millenniumsentwicklungszielen, Millennium Development Goals, also Millenniumsentwicklungszielen in Englisch, wie spiegeln sich die politischen Veränderungen und die globalen Krisen der vergangenen zwei und ich füge hinzu, der begonnenen dritten Dekade in der neuen Agenda wieder? Und wie relevant ist sie für Deutschland? Ich würde die Frage eher anders stellen. Und wie relevant ist sie für dich? Hat die Agenda 2030 das Potenzial zu einer Transformationsagenda für Deutschland oder für dich persönlich zu werden? Ja, oder im Volksmund ausgedrückt, hin oder her, der Sack soll zugemacht werden. Genau. Und jetzt hast du hier im Prinzip diese ganzen Entwicklungsziele, ja. Nochmal, also diese 17 Ziele natürlich, ne? Und da habe ich jetzt nochmal eins, das können wir jetzt mal ganz kurz mal durchgehen, diese gesundes Leben, ja, ein gesundes Leben und der Kampf gegen Armut, ne? Das ist natürlich ein ganz tolles Thema, ne? Weil das ist natürlich bekannt und ja, da war ja mal diese C-Agenda, ne? Und da wissen wir zumindest laut Statistik, dass da die Armut richtig nach oben geschossen ist.
Ich möchte da auch noch mal kurz etwas zu bemerken, zu Armut und Hunger. Ja. Die meisten Menschen freuen sich ja immer alle vier Jahre auf die Olympiade, die ja dieses Jahr anscheinend in Paris stattfinden soll. Paris und anderen französischen Städten, aber eben hauptsächlich in Paris. Seit Monaten sind die Pariser Behörden damit beschäftigt, die Obdachlosen in Paris aufzusammeln und aus der Stadt rauszuwerfen, mit Zügen und sonst welchen Transportmöglichkeiten in alle möglichen umliegenden Ländereien oder Städte zu schicken, weil man eben den Hunger und die Armut in Paris doch bitte bei den Olympischen Spielen nicht sehen soll. Mhm. Armut und Hunger beenden ist ja schön und gut, aber wie mache ich es denn? Und da in Paris sehen wir im Grunde gerade eben ein Beispiel dazu, wie es gemacht wird. Kein Mensch fragt mehr, wo die Leute nachher sind. Die sind weg. Armut und Hunger ist beendet. Ja, wenn ich die Menschen umbringe, dann ist auch die Armut und der Hunger weg, ne? Oder wenn die Menschen verhungern, einfach so. Ja, wenn sie, oder wenn mit ich sie Drogen beseitige, sich auf welche, wenn ich sie beseitige, auf welche Art und Weise auch immer. Manche gehen singend in den Untergrund, genau wie diejenigen, die dem Rattenfänger von Hameln hinterhergelaufen sind. Ja? Die kriegen ihr tägliches Soma oder ihre Dosis Haschisch oder Crack oder Kokain oder Ecstasy oder was weiß ich und laufen dem Musikspieler hinterher und laufen in ihr Unglück. Und andere werden eben einfach aus der Reihe gepflückt und unter der Guillotine einen Kopf kürzer gemacht. Aber immer sind die Methoden dieselben. Diese Armut und der Hunger wird beendet und die Ungleichheit wird bekämpft, nur sie sagen euch nicht wie. Das seht ihr dann nachher. Oder auch nicht. Oder ihr seid Teil davon. Oder ihr seid... Es gibt zwei Positionen in dieser Situation, in der ihr sein könnt. Entweder seid ihr Opfer oder ihr seid Täter. Ja, und da spielt es natürlich auch keine große Rolle mehr, dass der Papst selber zur Einhaltung, also Franziskus, der Jesuitenpapst, zur Einhaltung der UN-Entwicklungsziele Agenda 2030 gemahnt hat. Das ist auf der Seite 14, wenn du ein Stück runtergehst im PDF, siehst du das, dass da also nochmal ein bisschen nachgelegt wird. Ne? Und ihr seht ja natürlich auch, dass natürlich diese Pandemie da diese Armut natürlich unglaublich Vorschub geleistet hat und auch viele Menschen ihre Existenz verloren haben, viele Menschen in den Freitod gegangen sind, also aufgrund der finanziellen Ängste und Nöte und so weiter. Das ist ja also ja, einzelschicksalmäßig ein riesengroßes Problem gewesen. Und ja, wie gesagt, ne, dann kommt diese Mahnung, es muss eben alles vorangehen und naja gut, ich meine, wir wissen ja nur, wie das alles so miteinander zusammenhängt und da gibt es eben keine Zufälle und wenn ich jetzt mit dieser ganzen Corona- oder C-Agenda nochmal so Revue passieren lasse, dann komme ich an einer Person nicht vorbei und das ist die nach unten abgebildete. Jörg, die kannst du noch mal kurz, da gehen wir mal kurz mit rein. Nur bloß mal, dass wir da auch immer mal ein bisschen die Erinnerung ein bisschen hervorholen, weil das sollte man nicht vergessen. Ja, wobei dieser Mensch seine Schuldigkeit tatsächlich getan hat. Der ist zumindest aus der aktiven Arbeit zurückgetreten nach, ja, wie vielen Jahren? 84 bis 2022, ne? Überleg mal. Kannst du lesen, ne? Der hat über 40 Jahre, ne? Fast 40 Jahre hat er hier die Regierung beraten. Ne? Ein und derselbe Mensch. Ja. So, und hat auch noch zusätzlich noch bei der HIV-Geschichte mitgearbeitet. So, und wenn du da mal weiter runter gehst. Das sind so die Leute, die man so immer mal mit kennen soll. Weil wenn man sich dann nochmal auch jetzt unterhält, dann ist es immer noch so, dass es da extrem große Wissenslücken gibt, ne? Gerade was so diese Impfstoffforschung angeht und diese ganzen Tests, ne? Gain of Function, also Funktionserweiterung von Krankheitserregern und. Das ist ein Risikosystem. Anthony Fauci, Entschuldigung, dass ich dich, ich habe dich eben mal ein bisschen reden lassen, weil ich sagte, ich muss das mal eben raussuchen und gucken, wo ich es gefunden habe. Ja, weiß Georgetown, jemand von unseren Zuschauern, was Georgetown Universität ist? Ein Interview mit Anthony Fauci, der hier sagt, Zitat,
I have great faith that as Jesuit ideals become the cloth of your character, as you carve a career path out in the world, you will be among the civic leaders protecting, restoring and building our world into a better place. Es gibt noch eine andere Aussage, die er getroffen hat zu den Jesuiten, aber diese finde ich hier schon sehr bedeutend. Er sagt hier auf Deutsch: Ich habe großes Vertrauen darin, dass jesuitische Ideale der Mantel werden, um unseren Charakter aus schnitzen, also unseren Charakter ausschnitzen mit einem Karrierepfad in dieser Welt, und du wirst unter den Bürger, unter den politischen und zivilen Führern sein, die Welt zu beschützen und wiederherzustellen und aus dieser Welt einen besseren Platz zu bauen. Building, ne? Freimaurer, ne? Unter anderem. Er hat auch noch ein anderes Zitat gehabt, das wollte ich eigentlich sagen. Das hier ist ganz interessant, vor allen Dingen eben, weil es auf Georgetown Universität steht, und meine Zuschauer sollten eigentlich wissen, wofür Georgetown steht. Ich habe auch ein Video gemacht, The Devil's Playground on Jesuit, Jesuit Georgetown Universität. Das ist die älteste Jesuiten-Universität in Amerika. Es gibt eine Aussage von ihm, gut, ich finde das jetzt nicht hier direkt so schnell, aber das ist eben nur mal eben Live-Video. Ihr habt gesehen, was er gerade eben hier gesagt hat. Es gibt eine Aussage von ihm, wo er sagt: Ich danke den Jesuiten für meine Ausbildung, weil ohne die Ausbildung, die ich durch die Jesuiten durchlaufen habe, wäre ich nicht in der Lage gewesen, die Dinge zu machen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das habe ich im Skript, Jörg. Ach, das ist ja wunderbar. Okay. Wir arbeiten zusammen. Ja. Das ist, kommt da nach unten. Nee, ja, er hat halt über 30 Jahre amerikanische Gesundheitsbehörde geleitet. Ja, genau. Ne? Ja. Ja. Wir wissen das beide, ja. Es ist wunderbar, dass wir auf demselben Wissensstand sind. Und hat eben dafür gesorgt, dass bestimmte Maßnahmen in Amerika auf zwischen Anführungszeichen Gesundheitsebene ergriffen wurden, um eben die Menschheit dahin zu bringen, wo sie heute ist. Ja, Anthony Fauci, wie seine jesuitische Ausbildung ihm geholfen hat, sich für die Pandemie vorzubereiten auf YouTube. Das ist genau das, was ich meinte. Ne? Okay. Im Chat hast du nochmal die Verarmungsagenda. Ja. No. Gleich. Nochmal ganz kurz zu dem Bild übrigens hier, ne? Dieses Spiegelbild, ich habe das nicht umsonst genommen. Ne? Nein, natürlich nicht. Ich wollte es mal sagen, ja, das ist so bei meiner eigenen Kreativität jetzt mal hier geschuldet. Hast du den Fauci gefragt, da vorm Spiegel zu stehen? Und das Foto nehmen zu können? Klar, das hat gedauert, dass ich mal so endlich mal in Zähne gesetzt habe. Nee. So, jetzt gehen wir bitte runter hier, und da hast du dieses Video, das ist hier auch verlinkt, ne, genau. Und da habe ich jetzt bloß mal einen Auszug. Ja, mit Reklame. Okay. Ja, was denn? Was hast du? Ja, ich habe einen Auszug drunter gemacht. Du brauchst das gar nicht abspielen. Ach so. Weil du einfach weiter runter. Ja, gut, das ist das ganze Video hier auf jeden Fall. Ne? Dann haben wir den Link schon mal dabei. Was hast du gemacht hier? Du hast hier einen Ausschnitt drunter. Ja, es kommt mal ein bisschen runter. Es ist ein bisschen verschoben. Hier ist da also normal. Sind das Orgel, diese Pfeifen, die da aus der Schrift gehen? Das kann auch sein. Wir sehen jetzt eben hier, dass das Original ist aus dem Video, weil guck, das ist das Video. Ja. Und das ist das Skript. Ja. Hey, komm hier. Das ist das Skript. Ne? Also, das ist authentisch. Ne? Ja. 22 Minuten 29, das ist das hier auch. Ne? 22 Minuten 29. Genau. Ne? Also nur mal eben dazu. Ne? Das ist alles authentisch hier. Okay. Ja, jetzt hat es ein bisschen verschoben. Jetzt muss ich einmal runterscrollen. Das hat es ein bisschen zerrissen hier. Aber okay, hier ist eigentlich der Punkt. Ne? Hier hast du so eine Übersicht nochmal. Und hier hast du halt Jesuit Education. Ne? 1253 äußert er sich, und dann hier eben. Hast du das hier übersetzt? Ja, okay. Nee, nur das hier. Ja, das, was da oben steht, ne? Ja, genau. Ja, Dr. Anthony Fauci sagte, dass die Art und Weise, wie seine jesuitische Ausbildung intellektuelle Strenge und die Bedeutung des Dienstes am nächsten betonte, ihn auf seine Arbeit im öffentlichen Gesundheitswesen vorbereitete. Ja. So, ja, genau. Also er ist im Prinzip jesuitisch trainiert.
Ich würde mal sagen, er ist ein Jesuit kurzer Robe, also jemand, der eben nicht öffentlich als ein sogenannter Geistlicher zu erkennen ist, aber eben vollkommen in Wirkung ist. Ja, 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 jetzt habe ich endlich den Grund, dass ich damals mir das, damals, vor ein paar Tagen, mir dieses PDF runtergeladen habe. Es gibt ja keine Zufälle. Und diejenigen, die es noch nicht glauben, den will ich jetzt noch einmal beweisen. Was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Jetzt schau mal, du hast von den Jesuiten der kurzen Robe gesprochen. Ja. Es gibt hier ein Buch von einem Autoren, der heißt Peter J. Doswick. Das Buch heißt Catholic Victory in 1960, question mark, also katholischer Sieg in 1960, Fragezeichen, von Peter J. Doswick. Nun, Peter J. Doswick werden nicht viele Leute kennen. Ich bin da auch nur drauf gestoßen, weil ich ein Video von Eric77 mir angeguckt habe. Und in diesem Video hat er gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Video, ich kann das Video hier verlinken, das könnt ihr euch dann gerne angucken, sagte er, dass er gestoßen war auf ein Buch, wo es eine Note gab von einer jesuitischen Frau, die an einen Malteserritter, nämlich Alan Dulles, den ja wohl, glaube ich, jeder kennt, eine Note geschrieben hat über eben dieses Buch. Welches Buch? Das Buch, das ich euch hier gerade gezeigt habe, von Peter J. Doswick, Roman Catholic Victory in 1960, question mark. Da hat diese Jesuitin eine Note geschrieben an den Malteserritter Alan Dulles. Und es ist schwierig, das hier zu lesen. Es hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe mich dahinter geklemmt. Ich habe es gefunden. Es steht hier geschrieben: I am sending you, dear Mr. Dulles, I am sending you this book by Peter Doswick. Ja, wenn man jetzt hier mitliest, seht ihr das, dass ich nicht erfinde, sondern das ist das, was da wirklich steht. Es hat nur gedauert, bis ich das entziffern konnte. I as well as many others feel that any discussion of this question by so able a man is worthy of your consideration. Was heißt denn das? Diese Dame, Laura Hazelwood, hat diese Note und dieses Buch an den Malteserritter Alan Dulles geschickt. Das war der so ungefähr der höchste Mann nach dem Präsidenten machtmäßig in Amerika zu der Zeit. Und wir sprechen hier über das Jahr 1958, wenn ich mich nicht... in diesem Fall 1960 ist diese Note. Das Buch ist von 1960. Ja, nur mal so interessant vielleicht zu wissen. Das Buch ist von 1958, Entschuldigung, die Note ist von 1960. Was jetzt Eric777 in seinem Video gesagt hat, war Folgendes. Mit dieser Note hat die Frau Hazelwood den Dulles darüber informiert, dass sie sagt, dieses Buch hat sicherlich nicht die katholische Imprimatur. Dieses Buch müssen wir aus dem Markt nehmen. Ihr könnt jetzt gerne probieren, dieses Buch zu bestellen. Ich habe mich totgesucht. Es gibt es nicht. Es gibt es auf der Archive-Seite von Eric77 und ich habe mir das gleich runtergeladen. Nun gibt es hier eine interessante Sache, die ich euch gerne mal zeigen wollte. Erstens steht hier etwas über das Common Good, das gemeinsame Gut. Laudatio si, Caritas in Veritate, Lucis Trust Webseite, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ist nur hier jetzt ein Auszug aus einer Sache. Nein, es gibt etwas anderes, etwas Wichtiges, was ich euch gerne zeigen wollte, weil ich habe ja gesagt, oh, du hast gerade von Jesuiten in kurzer Robe gesprochen. Da wollen wir mal eben gucken, warte, ich muss mal eben hier weiter runterscrollen, das ist nicht hier. Wo ist das jetzt? Ein Stückchen weiter. Es ist ein bisschen schwierig in dieser Größe, das hier zu sehen. Ich muss es ein bisschen kleiner machen. Hier, ich kann das so nicht lesen. 200. So, es ist hier und das ist auch der Grund, weshalb die Hazelwood das geschrieben hat, dass dieses weg muss. Und zwar schreibt der Autor hier, die am gefährlichsten von allen Jesuiten sind die Lay Jesuits. Welches Wort hat Gerald gerade gebraucht? Lay Jesuits oder Jesuiten in kurzen Roben, sogenannte Externe, die
ihre wahre Identität verstecken dürfen, wobei sie sich selbst als Nicht-Katholiken vorgeben zu sein oder sogar Atheisten. Übrigens hat es der Fauci gemacht, ich muss dich mal unterbrechen, genau da habe ich was heute gelesen. Der Fauci ist ja so ein Lehrjesuit, ja. Aber der hat auch gesagt, ja, ich bin ja gar nicht mehr so katholisch, ich gehe ja gar nicht mehr in die Kirche, bliblablub, genau wie es hier steht. Genau. Und wenn man jetzt diesen Absatz liest, ich habe jetzt keine Lust, hier alles zu übersetzen und euch vorzulesen, aber es geht ganz einfach darum, dass eben hier der Autor deutlich macht, dass mit der sogenannten Wiedereinführung der Jesuiten in 1814 eben gerade diese Lay-Jesuiten, das heißt die Jesuiten der kurzen Robe, die Kurzröcke, einen vollkommen neuen Jesuitenorden, sage ich jetzt mal, in dieser Erde introduziert haben, vorgestellt haben. Und den gibt es bis heute. Und deswegen habe ich gesagt, das Buch muss ich mir mal raussuchen. Ich habe das Buch jetzt inzwischen gelesen, die ersten 27 oder 28 Seiten, und für mich ist da nicht viel Neues drin, und ich war ein wenig enttäuscht, als ich hier seine Erklärung gelesen habe über den Syllabus der Fehler, den kennt ihr ja vom Papst Pius dem IX. Er sagt auch ganz klar, Papst Pius der IX. Ist der erste 100% von Jesuiten kontrollierte Papst gewesen. Stimme ich ihm nicht zu. Ihr kennt ja, wenn ihr meine Lesung verfolgt, glücklicherweise die päpstliche Bulle in Junctum Nobis aus dem Jahre 1543, die da andere Dinge sagt. Wie gesagt, ich stimme mit dem Autor nicht überall drin überein, aber ich habe die letzten Tage die Gelegenheit gehabt, das zu lesen, und dann kommt das mit den Lay-Jesuiten, die Jesuiten der kurzen Robe, genau das, was Gerald hier anspricht. Wollt ihr mir noch erzählen, dass diese Untersuchungen auf diese Art und Weise für einen Zufall ist? Das Video von Eric77 habe ich seit 1,5 Jahren in meiner Später-Anschauen-Liste auf YouTube. Habe es mir vor einer Woche auf mein Smartphone, das ich jetzt habe, runtergeladen, weil ich dann in den Taxipausen Videos schauen kann, und habe das Video von 1 Stunde und 12 Minuten, wo er zu Anfang sagt, das wird ein kurzes Video, dauert nur eine halbe Stunde. Es dauert 1 Stunde und 12 Minuten, habe es mir angeschaut, während ich im Taxi gesessen habe, bin auf diese Noten gestoßen, habe mir da eine Note genommen, Papier genommen, habe es mir aufgeschrieben. Book, Doswick, Peter J., Catholic Victory in 1960. Zitat im Video bei 1 Stunde, 1 Minute, 30 Sekunden. Und man findet das auf archive.org, und habe mir das rausgesucht. Und jetzt, und heute sind wir hier. Leute, das sind einfach Dinge, das ist kein Zufall mehr. Dazu werden wir geleitet, um dann, genau wie es in der Bibel uns befohlen wird, alles zu etablieren bei 2 oder 3 Zeugen. Und dass jetzt der Doswick da von diesen Lay-Jesuiten auf diese Art und Weise spricht, 1958, von einem katholischen Sieg spricht, 1960, wo wir dann wissen, dass 1960 der erste amerikanische katholische Präsident gewählt wurde, der 1963 ein vorzeitiges Ende auf dieser Welt gefunden hat durch ein Attentat in Dallas. Das muss ich doch nicht mehr dabei schreiben, oder? Alan Dallas. Ja. Ich meine, wollt ihr uns jetzt wirklich erzählen, das ist Zufall? Oder wollen die uns vielleicht erzählen von die Untersuchung, die Marius, Gerald und Jörg hier machen? Die haben Hand und Fuß, und es gibt verschiedene Stellen in der Geschichte, die die Dinge bestätigen. Und ich spreche jetzt noch gar nicht mal von Daniel, was ich euch da vorhin erzählt habe, sondern auch von diesen Dingen hier. Und dass ihr seht, dass diese Sendung wirklich Hand und Fuß hat und wirklich sehr vernünftig recherchiert ist. Und wir immer wieder auf dieselben Punkte zurückkommen. Ja, Gerald, das musste ich jetzt mal eben sagen. Ja, also wie gesagt, ich bin heute ein bisschen hin und her. Meine Emotionen gehen hoch und runter, weil ich hier 4 Skripte habe und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt machen wir mal den Fauci mal zu Ende, den Jesuiten Fauci. Und du kannst gerne noch mal da in das Skript gehen, wo ich noch gesucht habe. Der hat ja über 4 Präsidenten oder 5 Präsidenten hat er ja hier begleitet, was ja absolut sensationell in Anführungszeichen ist. Reagan, Bush, Clinton, Obama. Ja, ja. Ne? Genau. Und ich hab einfach mir mal so mit der Bildersuche mal die Mühe gemacht, das mal rauszusuchen. Und die Busche, Entschuldigung, die Busche. Es gab ja 2, ne? Papa und Sohn. Ne? Ja, ja, die Bushes. Reagan, genau. Bush 1, Clinton, ja. Bush 2, ja. Obama. Genau, die gucken wir uns mal an, genau so in der Reihenfolge.
Ich habe mir Mühe gegeben, das reinzuhalten. Ne? Also das ist der Bush Senior hier, der Ältere. Und ihr seht ja den mit dem weiß bekittelten Fauci, ja? Wer so andächtig da den Worten lauscht, beziehungsweise ob der Herr Bush auch das Richtige sagt, sagen wir mal so. Weil wir wissen, wenn hier eine Person sich nicht verändert und die anderen kommen und gehen, aber eine bleibt, dann ist doch die Frage ganz klar, wer hier das Sagen hat, oder? Bush Senior ist selber hochrangiger Malteser-Ritter, also der wird sich da nicht versprechen. Ne? Ja, okay. Aber dann seht ihr hier den Bush Junior. Ja, hier übrigens, was viele Leute nicht wissen, Bush Senior war bereits Vizepräsident unter Reagan, hat dann selbst 4 Jahre die Präsidentschaft gehalten und war noch immer sehr mächtig, als Clinton von ihm übernommen hat. Der hat also mindestens 3 Präsidentschaftskandidaten, lass uns mal sagen, sehr stark geleitet. Reagan, sich selbst und Clinton dahinter und wahrscheinlich davor auch noch. Übrigens war George Bush CIA-Chef. Ja? Und natürlich von daher... Und Skull and Bones, ne? Und Skull and Bones. Ja, Skull and Bones ist sein Sohn, ne? Er weiß Vater nicht, und Sohn Präsidenten, also wie in Nordkorea. Ja, genau. Genau, und dann kannst du mal ein Stück weiter runtergehen. Dann haben wir die anderen Präsidenten. Ne? Wir wollen das ja vollständig halten. Ne? Clinton und Obama und natürlich auch Trump. Ich habe ihn noch vergessen, ja, da auch noch. Ja, Trump noch und dann, und zu guter Letzt immer noch Joe Biden. Ne? Ja, ne? Also ich würde mal sagen, das ist schon Rekord, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Präsidenten. 7. Ja. Wahnsinn. Ja, aber, ne? Es ist halt, ne, er hat eben die entsprechenden, ja, den entsprechenden Auftrag und das ist natürlich kein Zufall. Und wenn hier jemand, sage ich mal, dort die ganze Gesundheitsorganisation leitet, die Gesundheitsbehörde leitet über diese Jahre, dann muss man sagen, ist klar, dass hier also derjenige den Ton angibt. Ne? So, zur Größe. Sitzt eher da bei der Großvaters Ohr näher bei dem Zeiger als bei dem Pendel. Ja, so ist das, ne? Genau. Naja, also er hat ja direkten Kontakt, ne? Nach oben. Also zumindest zu seinem nach oben. So, Ad Majorem del Gloriam Award übrigens, nicht auf Wikipedia zu finden, weder auf dem Deutschen noch im Englischen, ist auch eine von vielen Auszeichnungen, die aber zufälligerweise nicht auf Wikipedia aufgeführt ist. Ja, fand ich mal ganz interessant, weil man könnte ja vielleicht Zusammenhänge ziehen. Ne? Und deswegen auch hier Wikipedia, Finger hoch, du, ist natürlich alles nur halbe Wahrheit. Insofern muss man ja auch immer Wikipedia immer auf die Füße gucken. Und wer auf die Füße nicht weiß, Ad Majorem Dei Gloriam ist das Motto der Jesuiten zur größeren Ehre Gottes, wobei sie euch nicht sagen, welcher Gott hier gemeint ist. Ja, genau. Da verweise ich dann wieder auf die Videos des ESC und dann weiß man es wohl. Genau, und jetzt gucken wir uns mal, hat sie mit seiner Frau da bekommen, dieses, hier ist ein Bild aus Plattform, sozialen Plattformen, ihr seht das halt, ne? Wie sie da ihre Zertifizierung da in der Hand halten und freuen sich hier, ja, so, und das, wie gesagt, weil er natürlich die Geschicke der Welt in Sachen Gesundheit mehr oder weniger geleitet hat. Das muss man wirklich mal so sagen. Ne? Also Gesundheit jetzt mal mit den Anführungszeichen. So, und er ist natürlich auch nicht alleine, ne, mit seinem Preis. Wie gesagt, die Frau gibt da einen Ton an. Was und wie weit diese Frau da Einfluss hat, das weiß ich nicht. Das müsste man auch mal untersuchen. Was aber uns auch ein bisschen Aufschluss gibt, ist dieser kleine Schnappschuss hier. Ja, ihr seht hier also den Herrn Bill Gates mit der Bill Gates Foundation und mit der, ihr wisst es ja noch damals, mit der Melinda Gates, die ja auch ein jesuitisch ausgebildeten Onkel hatte, das sogar offen zugegeben hat. Also auch hier, ne, sind die Leute alle in derselben Zunft zu finden. Und natürlich ist es kein Zufall, dass der Bill Gates natürlich entsprechend dann auch jesuitische Schulen und Universitäten dann mit Millionenbeträgen unterstützt. So, dieser Francis Collins, der hat wohl einen direkten Draht zur päpstlichen Akademie. Der wurde also da direkt hinberufen und ist also auch ein ganz großer in seiner Zunft. Ja, also das ist im Prinzip das, was hier nochmal so ein bisschen ein kleiner Ausflug war von dieser Agenda 2030. Ich führe es noch ein bisschen zurück. Ne? Ihr habt es ja gelesen. Ja? Gesundes und gutes Leben für alle sichern. Ja, ja, das steht da und umgesetzt wird dann das.
was wir hier sehen. Und ich will mich jetzt hier nicht wiederholen. Es ist also eine Doppelzüngigkeit ohnesgleichen. Ja, da zeigt man an dieser Stelle vielleicht das, den Screenshot aus dem Chat, was da jetzt mit deren Agenda da passiert ist. So viel Wohlstand und Gutes für die Menschheit. Ja, genau. Ja, und ich weiß ja nicht, ob jemand sich mal die Frage gestellt hat, wie, was für ein merkwürdiger Zufall das ist, dass da jetzt so ein Hubschrauberabsturz in der Ukraine war es oder Russland? Nee, Iran. Iran, genau, ja, Entschuldigung, genau, Iran. Der Grenze zu Aserbaidschan. Und ausgerechnet das, ne? Der iranische Präsident kommt dabei um. Da aber Zufall, ne? Ja. So viel zu der Gleichheit. Alle sollen gleich werden, aber die Millionäre gleicher. Ja, ja. Das ist richtig. So, jetzt, Jörg, bitte ich dich mal. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt gehen wir mal. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nochmal in dieses Laudatio Si nochmal ganz kurz rein. Bitte. Weil hier sind wir erstmal so weit durch, genau. So, und die hatten wir schon mal, dieses Skript. Das war in der Lesung 67 schon mal. Ich habe das mal ein bisschen nochmal umfrisiert, in Anführungszeichen. Und zwar war das damals, dass dieses Laudatio Si nochmal aufgelegt wurde in der zweiten Fassung am 4. Oktober. Das ist also im August von mir verfasst worden, also noch davor. Und da ist ja dieses vielsagende Bild auf der Vatikanseite abgebildet worden mit diesen Schmetterlingen. Und wir hatten damals schon überlegt, genau, wie ist das hier mit diesen Schmetterlingen zu verstehen? Und wir haben festgestellt, das ist ja mehr oder weniger eine Transformation, um die es hier geht. Ja, weil natürlich auch der Schmetterling nie als Schmetterling auf die Welt kommt, sondern der verpuppt sich, der transformiert sich also selber. Also ist es natürlich Symbolik und deswegen passt das natürlich jetzt genau zu diesem Thema, was wir heute hatten, zu dieser Transformation, zu diesem Begriff der Transformation. Ich hatte damals in dem Video noch gesagt, für die Leute, die sich daran erinnern, die vielleicht den Spielfilm geschaut haben mit dem schwarzen Schauspieler da. I am Legend, ich bin Legende, weiß ich, wie der auf Deutsch heißt. Will Smith, ne? Will Smith. Genau. Ja. Wo das auch war, wo das ja auch um die Ausrottung der Menschheit ging und wo dann... Eben auf die Seite 19, bitte. Da haben wir das Bild dazu. Ja, okay. Wir gehen gleich wieder zurück. Wo ich dann eben sagte von, ja, da gibt es ja dieses Bild mit dem Schmetterling. Hier, das jetzt mit dem gebrochenen Glas, das ist jetzt ganz kurz vor Schluss des Films. Aber davor gibt es die Szene, wo Will Smith mit seiner Frau und mit seinem Kind probiert zu entfliehen und seine Frau und sein Kind da wegzuschaffen und sein Kind gerade rausguckt und da einer dieser Zombies da so ein Schmetterlingbild macht. Und sie sagt, oh, look, Butterfly. Oh, guck mal, Schmetterling. Ne? Mhm. Und eben, das ist Schmetterlingsthema ist ganz groß in dem Film und wenn man die Filme eben nicht nur schaut, um sich unterhalten zu lassen, sondern wenn man die Filme auch richtig versteht, oder verstehen will, da musst du dich eben auch mit solchen Dingen beschäftigen. Ich habe gerade gestern noch letzte Nacht einer christlichen Schwester gesagt, wir haben ab und zu mal so ein bisschen Kontakt über Skype, sie hat mir hauptsächlich Berichte eingesprochen, ich habe darauf geschrieben, geantwortet, dann habe ich selbst zum Schluss eine 5-Minuten-Nachricht geschickt, die hat sie aber komischerweise nicht bekommen. Na, jedenfalls habe ich da gesprochen über, ja, die Zombies und vor allem die Zombies in diesen Filmen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber was sagt man von Zombies? Das sind die lebenden Toten. Wir sind aus der Sicht dieser Eliten, sage ich jetzt mal, alle lebende Tote. Weil wir leben in dieser Welt, aber wir sind geistig tot. Wir haben kein geistiges Unterscheidungsvermögen und wir haben nicht die Möglichkeit, mit dem Geist Gottes in Kontakt zu treten, um durch seine Gnade unsere Errettung und das ewige Leben zu bekommen. Und deswegen leben wir nur in dieser Welt und sind wir ansonsten tot und deswegen sind wir die lebenden Toten. Natürlich in diesen Filmen mit Zombies, was machen die Zombies denn immer? Die essen Gehirn. Warum esse ich denn Gehirn? Weil ich Wissen haben will, oder nicht? Ich meine, man muss doch nur mal die Symbolik verstehen. Und diese ganzen Zombie-Filme verlieren auf einmal an Grausamkeit, wenn man die Symbolik dahinter versteht. Natürlich werden da blutige Bilder gezeigt und sowas. Ich will das gar nicht gutheißen, ganz im Gegenteil. Aber wenn man versteht, welche Symbolik, welche Geschichte dahinter steht, dann sieht man selbst das mit ganz anderen Augen. Und bei keinem Film wurde mir das im Nachhinein
muss ich ja sagen, damals nicht, aber im Nachhinein so deutlich wie mit dem Film I Am Legend mit Will Smith, mit den Zombies. Ja? Jörg, wenn du mal ein kleines bisschen hochgehst, da siehst du meinen Kommentar dort noch dazu. Brauche ich nur ein kleines Stück hoch. Ne? Und das mit dem keinen Geist, das ist tatsächlich, also das ist mir extrem bewusst geworden, gerade jetzt, wo hier dieses große Konzert-Event war hier in Dresden, ja, mit Rammstein. Lebende dort habe ich das, ne? Ja, dort habe ich das wirklich, also richtig. Das hat sich richtig, also das hat sich richtig in meinen Kopf da eingebrannt. Der erste, erste Zombie-Film, den es jemals gab, von George A. Romero, 1968. Ja. Der Titel des Films war Night of the Living Dead, die Nacht der lebenden Toten. Ja. Und genau das sind die meisten Menschen. Sie sind lebende Toten, sie leben in dieser Welt, aber sie werfen das ewige Leben, das ihnen von Gott geschenkt wird, weg und deswegen sind sie nur temporäre Bewohner dieser Welt. Ja. Ja, Jörg, jetzt nochmal bitte zurück im Skript. Jetzt musst du nochmal hochscrollen und zwar, wir haben ja bestimmt jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich auf die 1 erstmal oder auf die Seite 2 wieder hoch, also so wieder zurück. Ne? Wir sind ja quasi jetzt im Skript, genau, jetzt ist dieses Laudatio Si, ja, genau, unter dem Bild, ne? Eine Wendemarke in der Kirchengeschichte, das steht laut Wikipedia da drin, also diese sogenannte Enzyklika. Eine Wendemarke ist es definitiv nicht, sondern das ist eher eine Abschlussenzyklika. Ja? Und was ich jetzt interessant fand, was ich jetzt mit dazugefügt habe, was damals im Skript nicht mit drin war, dass es ab dem Moment, wo diese Enzyklika in die Welt gesetzt wurde, ja, quasi wie so ein Startschuss 2015. Wir gucken uns dann auch nochmal bei John Cage auch nochmal die Zeiten an. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das jetzt hier drin hatte, bei Fauci oder nee, das hatte ich da nicht mehr drin oder sind wir schon mal drüber weggegangen. Das suche ich dann nochmal raus. Auf jeden Fall guckt euch das mal an. Hier, das Rote. Ja, was für ein Wahnsinn an Organisation hier dahinter steht. Ja, und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele und welche wie viele, das sieht man hier, aber was das für Organisationen sind, ja, das ist eine ungeheure Zahl, ja, und ich kannte mit diesem Begriff Laudato Si Animateure oder Laudato Si Zirkel oder Sektion, ja, kann ich überhaupt nichts anfangen, ja. So. Ich finde das Wort, das du hier gewählt hast, Laudato Si Bewegung, finde ich gut. Ich würde es nur ersetzen durch etwas anderes. Laudato Si Transformation. Im Thema auf die heutige Sendung betrachtet. Ja. Ne? Ja. Weil es geht ja um die Veränderung. Und diese Laudato Si, die soll eben genau diese Veränderung bewirken. Okay, mach das. Genau, okay. Also diese Veränderung. Ne? Ich habe das nämlich mit dieser Agenda 2030 und der Laudato Si nochmal übereinander gehalten. Es kann sein, dass das jetzt hier gleich kommt. Ich finde das nämlich jetzt gerade nicht. Aber Jörg, du hast doch am Anfang was Interessantes gesagt. Du hast doch, also hier Transformation nochmal. Jetzt gucken wir uns mal die Seite. Genau, was habe ich hier gemacht? Ich habe jetzt hier erstmal geguckt. Laudato Si Animateure. Habe ich noch nie was von gehört. Gibt es tatsächlich eine Seite? Laudato Si Animators.org irgendwie und da hab ich jetzt euch mal ein paar Bilder eingefügt und guckt mal, was hier steht. Übersetzt, Jörg, kannst du ja vorlesen. Ja, ich sehe hier die Transformation, ne? Ja, das ist es doch schon. Es gibt immer mehr Animateure auf der ganzen Welt, die uns mit ihren Geschichten von spiritueller und ökologischer Transformation inspirieren. Ja. So, die Liebe zeigt sich mehr in Taten als in Worten. So, und von wem kommt das? Ja, halt, nee, guck mal rein ins Bild. Oh. Was, welches Bild? Ja, das Blaue, wo die Schrift drunter steht. Love is shown more in deeds than in words. Ach so, St. Ignatius of Loyola. Ja. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, das hast du nie gesehen. Nee, ich hatte hier unten geguckt und die Bilder angeguckt. Und, ja, aber das ist doch, wir werden doch alle, Jörg, du hast doch gesagt, wir werden alle jesuitisch. Ja, und alle katholisch. Das hat das ist genau das. Das hat der
Erik van Rompuy ja damals gesagt, das hat der E.J. Depping in seiner Schrift ja damals festgehalten, dass der damalige erste Präsident der Vereinten Nationen, wollte ich schon sagen, der Europäischen Union, Erik van Rompuy, hieß Erik van Rompuy, ne? Ja, gesagt hatte, wir sind alle Jesuiten. Mhm. Warum sind wir das? Weil wir alle zu Jesuiten gemacht werden, ohne es zu wissen. Genauso wie alle katholisch gemacht werden, ohne es zu wissen. Ja, so. Und dann hattest du heute am Anfang der Lesung etwa den Johannes Paul II. Zitiert, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe gesagt, dass der dieses Meeting hatte in Assisi, ne? 1986, ja. Das ökumenische Meeting. Ah, na guck mal, was hier steht. Hier in dem Bild. Wir müssen die ökologische Umstellung fördern und unterstützen, sagte der inzwischen heilig gesprochene Antichrist Johannes Paul II. Im Jahre 2001. Ja, sein Meeting war 1986, dann haben sie es, glaube ich, 1996 nochmal wiederholt in Assisi. Ja. Ja, und so, und jetzt guck dir das mal an, ne? Ich habe mal nur mal das Wort katholisch mal unterstrichen, ne? Ja, und das Wort katholisch kannst du natürlich dann, wenn es um diese neue Weltordnung geht und wenn wir uns nochmal die Webseite von Lucy Strass und sowas zu Gemüte führen, kannst du eben das Wort Katholiken umtauschen in Menschen guten Willens. Mhm. Good will. Ja, klar. Ja, ne? Also total allumfassend. Ne? Und dann hier geht es weiter, Animationsprogramm, hier das nächste Bild. Ne? Also Wahnsinn. Ne? Also alles, ne? Globales Netzwerk. Motivierte Katholiken, guck mal, du hast gesagt good will, ne? Ja. Ist es nicht interessant, dass es auch ein anderes Wort ist für, ne, für guten Willen, also wenn ich motiviert bin, ja. Eben. Ich muss nur guten Willen sein, ich muss nicht katholisch sein, ich muss die katholische Religion nicht befolgen, wenn ich nur guten Willens bin und das heißt, dass ich mich eben der Führung des Papstes unterstelle. Dann ist es ganz egal, welche Religion ich befolge. Natürlich ist es dann ganz egal, weil es ist eine Religion, die nicht die von Yahweh ist. Oder das Folgen von Yahweh ist. Ja. Natürlich berufen sie sich hierbei natürlich wieder auf Jesus Christus. Das machen sie ja immer, ne? in ihren Äußerungen. Und das kannst du vorlesen oder auch nicht, was sie da drin steht. Sie können sich ja gerne auf Jesus Christus berufen, aber sie meinen damit nicht den Jesus Christus der Bibel. Das ist der große Unterschied mit uns, ne? Das Grüne soll ich mal vorlesen, meinst du? Ja, kannst du gerne machen. Ne? Was sie alle brauchen zum ökologischen Umbau, ist eine ökologische Umkehr, bei der die Auswirkungen ihrer Begegnung mit Jesus Christus in ihrer Beziehung zur Welt um sie herum sichtbar werden. Unsere Berufung zu leben, Beschützer des Werkes Gottes zu sein, ist für ein tugendhaftes Leben unerlässlich. Sie ist kein optionaler oder sekundärer Aspekt unserer christlichen Erfahrung. Also mit anderen Worten, es ist, wie hat die Merkel das immer gesagt? Wir schaffen das. Nee. Es ist, oh Mann, die hat da so einen Ausdruck gebraucht. Warum komme ich da? Ich komme heute auf die wichtigsten Worte nicht in der Sendung. Vorhin den Namen also ich, nicht. Wir würden die meinst du doch nicht alternativlos? Ja, genau, alternativlos. Okay, ja. Sie ist kein optionaler Aspekt unserer Christen. Also es gibt keine Option, es gibt keine Alternative. Alternativlos, ja, genau, das war so. Danke, Mario, das war genau das Wort, ja. Da kommt es her, ne? LS steht ja, ne, für Laudato Si, ne? Und dann die Note 217. Ne? Und jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt habe ich mal geschaut, so inhaltlich, ne, dass wir das hier ein bisschen abrunden. Die Agenda 2030, ne, von der wir jetzt ausgegangen sind, ne, ihr erinnert euch jetzt nochmal mit der Kirche, mit der Orgel, ne, die, wo das Land da mitgearbeitet hat, das mitfinanziert hat über entsprechende Fördertöpfe. Da war ja auch diese Agenda 2030 ursächlich. Und jetzt gucken wir hier an, dass am 4. Oktober 2021 startete das Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. So, da habe ich mal geguckt. Das ist also eine komplett neue römische Behörde. Ne? Die ist also als mehreren zusammengesetzt. Wer das nachrecherchieren will, der kann das gerne tun. Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. So, und die ist in Wirkung gesetzt worden, wie gesagt, ganz neu. Also man hat das sozusagen alles verschlankt, würde man jetzt sagen, um das Laudato Si-Aktionsprogramm eben in die Tat umzusetzen. So. Und da
haben wir die wichtigsten Ziele, ne? Schutz der natürlichen Umwelt und somit der Menschheit, dann Hilfe für die Armen dieser Welt, Schaffung einer ökologischen Ökonomie, Annehmen eines nachhaltigen Lebensstils, Förderung der ökologischen Bildung, Förderung der ökologischen Spiritualität, ja, und Schaffen von starken Gemeinschaften. So, und jetzt vergleichen wir das mal nur mal wirklich ganz grob, ja, mit den Zielen der Agenda 2030, ob die sich inhaltlich hier unterscheiden oder nicht. So, und das könnt ihr selber mal gucken. Ja, wir stellen fest, dass die Formulierungen zwar etwas anders sind, wobei das jetzt hier vom Verfasser jeweils hier gestrafft wurde, ja, aber hier schon mal auf den ersten Blick, also so geht es mir jetzt, eine absolute inhaltliche Übereinstimmung zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich stimme dir vollkommen zu. Ja, ne? Und das Ziele, ist wirklich schon... Die Ziele decken sich zwischen der Agenda 2030 und Laudato Si. Und natürlich aus dem einfach, jetzt sagen sie einige Leute, ja, aber wie kann das denn? Warum ist das denn so? Laudato Si ist doch römisch-katholisch, was hat das denn mit der Agenda 2030? Und ich sage jetzt mal, dem Weltwirtschaftsforum zu tun, Klaus Schwab und Konsorten. Das hat damit zu tun, dass es einmal eine spirituelle, eine geistige Seite gibt und einmal eine säkuläre, eine weltliche Seite. Da aber die geistliche Seite die weltliche Seite kontrolliert, Fahne des Vatikans, goldener Schlüssel liegt über dem silbernen Schlüssel, ist alles Säkulare, alles Weltliche dem Geistigen unterstellt. Der Papst bringt seine Schreiben raus und in der Welt wird das umgesetzt nach Motto Agenda 2030. Agenda 2030 und Laudato Si sind ein und dieselbe Soße. Die Soße hat eine andere Farbe, aber die Ingredienten sind die gleichen und genau das beweist uns Gerald hier. Übrigens könnt ihr selber mal googeln oder mal im Internet recherchieren, wie oft der Klaus Schwab zum Rapport nach Rom gerufen wird. Also der Klaus Schwab, der ist mehr in Rom als irgendwo anders. Ne? Nur mal dazu. Ne? Also insofern ist das also dort auch noch ganz klar, ne, zu belegen. Ne? Also da kann man sich hinsetzen. So, jetzt habe ich eine inhaltliche Übereinstimmung. Wenn ich eine inhaltliche Übereinstimmung feststelle, dann gucke ich noch, ob es eine zeitliche Übereinstimmung gibt. Und die gucken wir uns auch noch mal kurz an. So, die Laudato Si ist veröffentlicht worden am 24. Mai 2015. Ja, mit der sogenannten Sorge für das gemeinsame Haus, in Anführungszeichen. Und am 25. September 2015 wurde auf einem UN-Gipfel in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. So, also rundgerechnet 4 Monate nach Laudato Si. Vom 24.05.2015, ja, wurde dann entsprechend die Agenda 2030 in Wirkung gesetzt. Und damit würde ich sagen, ist auch der Beweis getroffen, dass hier, wie gesagt, eine direkte Abhängigkeit von der Agenda 2030 zu Laudato Si vorhanden ist. Und dass das also nicht umgedreht ist, hat mich jetzt nicht gewundert. Also erst kommt die Laudato, erst kommt der geistige Kopf, der entsprechend einen Willen kundtut, ja, und dann wird das eben über die ganzen Werkzeuge, Behörden, Institutionen wie die UN zum Beispiel, dann eben konkretisiert, ja, in dem Fall die Agenda 2030. So, und jetzt, Jörg, machen wir mal Folgendes, weil die Leute denken ja immer, das ist alles so weit hergeholt und das hat ja alles gar nichts mit nichts zu tun, Jörg. Halt, kann da auch was zur Bestätigung sagen. Ja, okay. Und zwar, viele werden auch den Fernsehprediger, ich nenne ihn so, Harald Lesch kennen. Und ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er wirklich sagte, die Ziele von, oder beziehungsweise der Papst und die UNO, die wollen das Gleiche oder die haben die gleichen Ziele oder sowas in der Richtung, hat er gesagt. Es könnte sogar dieses Video sein, von dem ich gerade mal einen Screenshot ins Dings gestellt habe. Da, Meister, kriegst du dann vielleicht fürs nächste Mal gleich mal die Aufgabe, wenn das jetzt, weil das jetzt hier anzugucken ist ein bisschen zu lang, dann mal rauszusuchen, weil das wäre natürlich auch nochmal eine interessante Bestätigung, ne? Weil dieser Lesch ist natürlich auch Viele eine Institution. Ja, ja, Harald Lesch ist ein Jesuit des kurzen Rockes, ein Lay-Jesuit, wie wir vorhin ja besprochen hatten. Ja, ja, also den, Marius, bitte notiert ihr das mal, ja, weil dann würde ich den nämlich auch mal mit in die Lesung mit reinnehmen, dass du mal bitte das Video da nochmal rausschaust und dieses Zitat da mal suchst. So, und jetzt nochmal ganz schnell, weil wie gesagt,
Man denkt immer, das ist so weit weg. Ja? Niemand kennt Laudato Si. Niemand. Ja? Und die Agenda 2030, die verbindet man höchstens, ja, mit diesem bösen Globalisten Schwab, ne, auf den sich natürlich die ganze Frust und der ganze Hass schiebt. Natürlich, klar, schiebe ich die Deckung vor, damit ich dann im Hintergrund geistig mein Unwesen weitertreiben kann. Na, logisch braucht man dann eben auch entsprechende Blitzableiter, sage ich jetzt mal. So, aber jetzt nochmal zurück, und zwar zu dem PDF, was ich jetzt nochmal hier reinzeigen wollte. Und zwar ist das PDF, das hat den Namen Goal Attachment. Guck mal bitte. Genau, ne? So, und da habe ich jetzt mir mal etwas erlaubt hinzuzufügen. Inquisition Update. So, und das habe ich gemacht, weil ihr jetzt hier etwas sehen werdet, was es eigentlich so normalerweise überhaupt nicht geben kann und geben sollte, wenn nicht diese Agenda schon viel zu weit fortgeschritten ist. Übrigens, Prävention im Team, ne, hier für das Bundesland Sachsen. Das heißt also Pit, ja, Pit kann man ja auch aus dem Englischen übersetzen als Grube, ne? Ihr wisst ja, wer in die tiefste Grube hinabgeworfen wird. Aber hier, was ich hier interessant fand, Jörg, das ist, dass dieses Pit sozusagen, das geht ja, das, hier geht es um, ich nehme es mal vorweg, um eine Befragung. Eine Befragung, eine inquisitorische Befragung von Kindern. Ja, so. Und wenn es hier um die Kinder geht und wir hier diesen Kreis sehen, ja, der jetzt hier mit dieser Kinderbefragung sozusagen sich schließt, dann kann man ja auch daraus ableiten, dass diese ganze Agenda letztendlich mit den Kindern, die jetzt herangezüchtet werden, die jetzt in diesen Geist herangezogen werden, die also überhaupt keinen Gott der Bibel mehr kennen, in Verendung gebracht werden soll. Insofern haben wir hier schon mal den ersten Kreis, der sich hier schließt. So, und ja, jetzt gucken wir uns einfach mal diese Befragung an, die aktuell an den Schulen herumgereicht wird. Natürlich auf freiwilliger Basis. Natürlich bleiben die Antworten geheim. Ich sage euch eins, ja, wer es glaubt, wird selig. Ja, niemand an deiner Schule oder an deiner Familie bekommt sie zu sehen. Ja. Im Fragebogen wird an keiner Stelle nach deinem Namen gefragt und du selbst sollst ihn auch nirgendwo hinschreiben. Wunderbar, ganz toll. So, Moment, jetzt. Das ja. ist die neue Beichte. Ja, ha. Da hast du das doch gar nicht gesehen. Nee. Da hast du das noch... Das habe ich jetzt wieder was vorweggenommen? Nee, hast du nicht, weil so weit bin ich von dir. Weil ich, wie gesagt, ich hatte 5 Skripte jetzt. Ich wusste heute gar nicht, was ich mache. Das gab es ja auch noch nicht. Ich hatte heute das ist der neue Beichtstuhl. Ja, genau. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ihr werdet gleich mal gucken. Und diese, ich muss dazu sagen, diese Befragung, die richtet sich an Schüler ab dem Jahr, ab der Jahrstufe 5, also 5. Klasse, also ab 10 bis 12 Jahre. Das werden wir gleich sehen, wenn wir hier runterscrollen. Ich habe da so mal ein bisschen mal hier markiert und die gelben Sachen, die sind vielleicht jetzt für uns erstmal wichtig. So, und da kannst du einfach mal so langsam scrollen und dann stopp einfach mal. Guck mal, ja. Wir sind um 20 nach 10 und ich finde das einen wunderbaren Übergang für die nächste Sendung, genau damit anzufangen. Okay, gut. Wer jetzt nicht gespannt auf die nächste Sendung wartet, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber ich finde, dass wir hier zum Ende kommen sollten, weil wir sind inzwischen bei 1:50 Minuten. Wir haben noch ein Schlusswort von dir. Wir haben noch ein typisches Schlusswort von Marius, wo er hoffentlich mit ein wunderbar schönen Psalmensprüchen uns auf andere Gedanken bringt. Sicher andere Gedanken als die, die geäußert wurden von der sogenannten Pastorin im Wort von Sonntag bei dem europäischen Gesangfestival. Was das noch mit Gesang oder Musik zu tun hat, das ist eine andere Frage. Aber Gerald, ich denke, dass wir hier zum Ende kommen sollten, weil das ist wirklich ein Höhepunkt, auf den man schließen soll. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wirklich, ich bin sehr gespannt und ich glaube, einige Zuschauer auch. Da werden vielleicht einige nicht abwarten wollen, bis die nächste Sendung
darüber anfängt. Ja. Die 75-23. Und damit lasse ich jetzt euch beiden das Schlusswort. Gut. Okay, also, und ich muss jetzt sagen, ich halte es jetzt auch kurz, weil ich bin jetzt wirklich auch gespannt, was der Marius rausgesucht hat, weil ich habe den ganzen Tag heute mit diesem Mist zu tun gehabt. Ich sage es einfach mal so, mit diesem absoluten Mist. Ja, und ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Entspannung, Marius. Insofern hast du das Wort. Bis die Entspannung kommt. Also ich habe tatsächlich vor der Sendung, bevor sie angefangen hat, wirklich in den Psalmen nach dem Schlusswort für heute gesucht. Aber bevor es zu der Entspannung kommt, habe ich nur einen ganz kurzen Einwand. Und damit möchte ich einfach die Geschichte mit der Gegenwart verbinden und vielleicht ein bisschen Werbung für die Lesung Vatikan und das 20. Jahrhundert machen. Und zwar könnte man sich denken, weshalb da so auf Russland eingeschlagen wird, weshalb der Rom die orthodoxe Kirche so ein Dorn im Auge ist und dass die Leute da bekehrt, in Anführungsstrichen, werden sollen. Man lese und staune, hier in dem Avro-Manhattan-Buch steht Folgendes. Wenige Monate später fuhr die orthodoxe Kirche schwereres Geschütz gegen den Vatikan auf. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Sergei, bestritt in einer in Moskau Bulletin von April 1944 veröffentlichten Erklärung die Autorität des Papstes in religiösen Fragen und behauptete, der Papst habe kein Recht, sich als Nachfolger Christi auszugeben. Na, wenn das jetzt kein Grund ist, Hass und Feuer und Galle zu spucken gegen die orthodoxe Kirche. Aber zu schönen Sachen, und ich habe heute ausgewählt für den Schluss den Psalm 146 und den Anfang von Psalm 105. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlässt euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja! Dank dem Herrn, ruft seinen Namen, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Maranatha.